Ja, jetzt darf ich Sie erstmal herzlich begrüßen, Herr Schmidt-Strittmatter. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt hergekommen sind. Aus Unterföhring. Aus Unterföhring, ja. Das ist fast so aufwendig, wie wenn man von Frankfurt anreist. Gell? Nach 25 Jahren Ausland bin ich jetzt seit 5 Monaten in Unterföhring. Okay, ist ein bisschen anders. Gut. Unter anderem wegen der Schule, ja. Naja, Sie haben den größten Teil Ihres Lebens, Sie haben es jetzt schon indirekt ja angedeutet, der Beobachtung und Beschreibung Chinas gewidmet und sind nach dem Studium der Sinologie in München nach Xi'an und Taipeh, waren Sie von 1997 bis 2018 viele Jahre Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Peking. Und danach waren Sie auch einige Jahre in Skandinavien, haben von dort aus berichtet. Und seit Anfang 2003 leben Sie wieder hier in München, unter Föhring, wie ich jetzt auch weiß, und Sie, und arbeiten als Autor für die SZ und hier jetzt wieder mit dem Fokus auf China. Ja, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, zuletzt erschien Ihr Bestseller Die Neuerfindung der Diktatur, dessen englische Ausgabe von der Washington Post zu einem der Bücher des Jahres 2020 gewählt wurde. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Ihren Vortrag mit dem Titel Der chinesische Traum, wie China den Totalitarismus neu erfindet und was das mit uns macht. Bitte sehr. Danke. Ja, Verzeihung, dass ich Ihnen Ihre Pause geklaut habe und jetzt noch mit den 1,4 Milliarden Chinesen zwischen Ihnen und Ihrem Abendessen stehe, aber ich kann Ihnen versprechen, das wird Ihnen nicht nur heute Abend bleiben, das Thema, das wird Ihnen fürs Rest Ihres Lebens bleiben. Das ist die größte Herausforderung, der wir uns als Europäer und als Demokratien gegenübersehen, hinter dem Klimawandel, würde ich sagen. Gleich, ne, für die nächste, das wird uns bleiben für die nächsten Jahrzehnte. Ich bin kein Ökonom, ich bin auch kein Aktienexperte. Ich werde Ihnen ein bisschen was über den großen Rahmen erzählen, natürlich auch auf die Wirtschaft eingehen. Aber in Abwandlung eines Spruchs von, ich glaube, der war von Bill Clinton, oder? Der gesagt hat, it's the economy, stupid. Für China ganz klar, jetzt mehr denn je, it's politics, stupid. Alles dreht sich wieder um die Politik. Politik ist wieder Nummer eins. Es hat sich wirklich, also ich habe wirklich mein ganzes Leben eigentlich diesem Land gewidmet. Ich bin damals als 20-jähriger Student, ich komme aus dem Allgäu eigentlich, habe dann in München Sinologie studiert, bin als 20-jähriger hin, ersten Jahr in Xi'an studiert, dann ein Jahr in Taipeh in Taiwan. Und ich fand damals schon, also mir war das auch Allgäu wunderschön, das habe ich erst gemerkt, als ich weg war, aber es war alles viel zu langweilig. Sie erinnern sich, ein paar von Ihnen, 16 Jahre Helmut Kohl, ich wollte wohin, wo man das Gefühl hat, die Welt dreht sich. Und nirgendwo hatte man damals das Gefühl, dreht sie sich mehr als in China. Es war der Hammer, es war der aufregendste Ort des Planeten. Und als ich 30 Jahre später oder 35 Jahre später, da waren mehrere Zwischenstationen natürlich. Als Korrespondent habe ich seit 97 da gearbeitet. Dann war ich auch 7 Jahre in Istanbul mal, bin wieder zurück nach China. Als ich Ende 2018 raus bin, bin ich raus, also erstens irgendwie schon mit dem Gefühl, es reicht. Zweitens aber auch mit dem Gefühl, es ist eigentlich jetzt spannender, als es jemals war. Und es liegt unter anderem daran, dass damals, als ich das angefangen habe zu studieren, ja, und als ich angefangen habe zu schreiben, wenn man da über China geredet hat und über China geschrieben hat, dann hat man über China geredet. Ja. Und heute ist das was völlig anderes. Wenn wir heute über China reden und schreiben, reden wir immer auch über uns. Es ist plötzlich wirklich in unserer Mitte und ich finde es auch irre jetzt, also das halbe Jahr, wo ich zurück bin, festzustellen, dass China Innenpolitik geworden ist, dass es alle 2 Wochen große Schlagzeilen macht mit irgendwas. Jetzt hatten wir ja gerade, also erst war die chinesische Regierung war in Berlin, dann war jetzt letzte Woche irgendwie die große EU-Tagung, irgendwie, die sich um China gedreht hat, auch hauptsächlich. Heute, Sie haben es vielleicht gelesen, die Yellen, die amerikanische Finanzministerin, ist gerade gelandet in Peking. Die chinesische Propaganda hat sie begrüßt mit Riesenbildern von Xi Jinping, der ebenfalls heute das östliche Militärkommando besucht hat. Das sind die für Taiwan zuständig sind. Und er hat gesagt, versetzt euch in Kampfbereitschaft. Das ist natürlich kein Zufall, wenn sowas passiert, ja. Unser europäischer Außenminister oder Halbaußenminister, der Josep Borrell, der wollte nächste Woche nach China reisen. Die Reise wurde abgesagt, komischerweise gestern.
man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Vielleicht nicht unbedingt politische Verwerfungen, weil die EU eigentlich letzte Woche noch sehr nett war zu China. Ich erzähle Ihnen jetzt erst ein bisschen was passiert ist in den letzten 10 Jahren, Xi Jinping. Dieses Land ist ein völlig neues Land. Das hat mit dem China, mit dem wir aufgewachsen sind und das Sie vielleicht auch als Geschäftsmann oder als Tourist oder als Akademiker, wenn Sie nach China gereist sind, da kurz oder auch Monate verbracht haben, Jahre vor Xi Jinping, fast nichts mehr zu tun. Das ist ein neues Wesen, das ist irre. Und ich bin für meine zweite Zeit, Korrespondentenzeit, ja, das habe ich jetzt verwechselt, weil ich gleichzeitig im Sommer 2012 mit Xi Jinping in Peking gelandet bin praktisch. Ja, der dann für seine Amtszeit, der hat dann angefangen als KP-Generalsekretär und ich meine zweiten 8 Jahre oder meine zweiten 7 Jahre als SZ-Korrespondent. Und keiner von uns hätte sich damals träumen lassen, was der aus diesem Land macht. Ja, keiner. Und auch seine eigenen Leute nicht. Ja? Auch die Leute innerhalb der KP nicht. Der hat uns alle überrascht und überrollt und überwältigt. Das hier ist ein altes Plakat aus Maos Zeiten, noch aus der Kulturrevolution. Das heißt, ich lebe im Sonnenschein der Partei. Das ist ein Bild, viele der Bilder habe ich selber gemacht, die Sie jetzt gleich sehen werden. Also ich mache hier keine PowerPoints, Sie werden einfach ein paar Fotos von mir sehen. Das ist ein Bild, das ich gemacht habe in der Nähe meines Hutungs, meiner Altstadtgasse, wo ich gelebt habe die letzten 7 Jahre in Peking, in so einem wunderschönen alten Hofhaus, Sie kennen die vielleicht, 120 Jahre alt. Das ist auf einer der bekanntesten Straßen Pekings, die Wangfujing, 300 Meter von meinem Haus entfernt, 10 Minuten zu Fuß zur verbotenen Stadt. Das ist ein riesiges Propagandaplakat der Kommunistischen Partei. Und wissen Sie, was da draufsteht? Ganz groß mit roten Schriftzeichen. Ziyo, Freiheit. Weil ich habe ja im Land der Freiheit gelebt. Ja? 100 Meter weiter war ein anderes Plakat, ganz groß. Minju, Demokratie. Und dann noch ein Plakat, Fajr, Rechtsstaat. Ja? Ja, Wahnsinn, oder? Was machen die? Was machen die mit unseren Worten? Wie klauen die irgendwie? Also das immer im Hinterkopf behalten irgendwie. Wenn Sie Reden von Xi Jinping hören und anderen und wenn die über ganz tolle Dinge reden, wie Freiheit und Demokratie und so, es ist was völlig anderes. Die haben teilweise unsere Wörter, unsere Begriffe gekidnappt, mit neuem Inhalt gefüllt und es ist im Falle Chinas, Sie dürfen gleich einen Satz, mache ich noch zu Ende, im Falle Chinas wirklich noch wichtiger als anderswo, achten Sie auf die Taten dieser Worte, dieser Leute, nicht auf Ihre Worte. Jetzt, Sie haben sich... Nee, das hing tatsächlich, also ich habe da 7 Jahre verbracht, 5 von den 7 Jahren hing das noch, als ich weg bin 2018, hing das noch. Das ist, wie Sie da drauf sehen, auch auf Englisch, das sind the socialist values, die sozialistischen Kernwerte. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das ist das China, an das wir uns alle erinnern, das wir kennen, oder? Das China, das in den Köpfen von den meisten von uns drin ist. Diese irre Mischung von Kapitalismus und Kommunismus. Dieses Ding, was uns alle so fasziniert hat all die Jahre. Ja? Warum auch Leute wie ich dahin sind und vielleicht auch manche von Ihnen. Weil wir plötzlich in China hatten, ja, nach dem Tod von Mao Zedong 1976 kam dieser Mann Deng Xiaoping, der Architekt von Reform und Öffnung, und hat da plötzlich ein Wesen erschaffen, das die Welt auch noch nie gesehen hatte. Ja. Also die KPDSU in der Sowjetunion hat das nicht hingekriegt, Kuba auch nicht und die Vietnamesen auch nicht und die Nordkoreaner auch nicht. Plötzlich war diese KP, hat sich entpuppt als Chamäleon, als unglaublich anpassungsfähiges und eigentlich auch ideologiefreies Chamäleon. Und der Deng Xiaoping hat Dinge gemacht, von denen viele eine unmittelbare Reaktion waren auf die Tyrannei von Mao Zedong. Weil Mao Zedong hat das Land wirklich in Trümmern gelegt. Ja? Also Sie hören oft, wenn Sie mit China zu tun haben, dieses, ja Wahnsinn, die Kommunistische Partei ist deswegen so großartig, weil sie 300, 400, 500 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Ja, wer hat die denn da reingestoßen in bitterste Armut erstmal? Das war auch die KP unter Mao Zedong. 10 Jahre keine Schule, 10 Jahre keine Universitäten, 10 Jahre fast keine Produktion. Die Leute sind verhungert, 30 bis 40 Millionen Hungertote unter Mao Zedong, großer Sprung nach vorn und dann die Kulturrevolution. So, jetzt kommt dieser Deng Xiaoping und was macht er? Der sagt, dieser Mao und dieses Regierungssystem von dem, das hat uns in den Abgrund geführt. Ja? Ein-Mann-Diktatur. Ja?
Nicht nur eine Diktatur der Kommunistischen Partei, sondern die Diktatur eines Mannes. Personenkult, Machtzentralisierung, endlose Machtzentralisierung, Ideologie, alles nur Ideologie. Hier in München, in Berlin, in Frankfurt sind die Leute, unser ehemaliger Außenminister Joschka Fischer, mit roten Büchlein, ja, mit der roten Mao-Bibel auf der Straße rumgelaufen. Und alle haben die Worte, die heiligen Worte von Mao auswendig gelernt. So, jetzt kommt Deng Xiaoping und sagt, das machen wir alles nicht mehr. Die Diktatur der Partei bleibt. Ja? China ist immer eine Diktatur geblieben, auch wenn wir uns viele Jahre das nicht mehr zu sagen getraut haben. Ja, in den Zeiten von Wirtschaftswachstum und auch Handel und so weiter. Aber keine Ein-Mann-Diktatur mehr, sondern ein Kollektiv. Keine Ideologie mehr. Die Ideologie wird in den Besenschrank gesperrt. Ja, also dieser berühmte Spruch von Deng, egal ob die Katze weiß ist oder schwarz, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja, und das war der Beginn. Dezentralisierung, plötzlich Experimente. Man hat den Städten Experimente erlaubt, man hat den Regionen Experimente erlaubt. Dann gab es plötzlich so Dinge wie Joint Ventures, die Freihandelszonen, all die Dinge, die dann eigentlich so am Ende die Grundlage für dieses Wirtschaftswunder geschaffen haben. Dass da dann wirklich 4 Jahrzehnte lang ein Wirtschaftswunder war, dass die ganze Welt mit offenem Mund bestaunt hat, mit im Großteil dieser Jahre tatsächlich doppeltstelliges Wachstum und so. Ja. Also und dann hatten wir, das ist ein Bild, glaube von 2016 von der Nachrichtenagentur Reuters, kamen wir eben über irgendwann zu dieser merkwürdigen Synthese von Konsum, Kommerz, aber immer oben drüber, ja, dass die Partei da oben drüber ist, ja, ist kein Zufall. Nur lange hat man sie nicht gesehen. Ja? Und lange konnte man sich in der Illusion wiegen, Mensch, die werden ja so wie wir. Ja? Das ist ja gar kein wirklich kommunistisches Land mehr und so. Während in Wirklichkeit, die war schon immer da, die Partei, nur relativ unsichtbar. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Das ist die Volkszeitung, das ist die wichtigste Propagandazeitung der Kommunistischen Partei. Und zwar sind es die Titelseiten. Immer alle 5 Jahre wird ein neuer Generalsekretär gewählt oder in seinem Amt bestätigt. Da gibt es einen Parteitag. Ja? Und da sehen Sie, können Sie an den ersten 5 Titelseiten der Renminbi, der Volkszeitung, wirklich wunderbar sehen, was der Deng Xiaoping meinte mit kollektiver Herrschaft. Ja? Da gab es schon einen Parteichef, ist immer der links oben. Ja? Rechts oben ist dann immer der Premierminister, der also die Regierung einfach die Verwaltung geführt hat und so weiter. Und die 7 Leute zusammen waren der ständige Ausschuss des Politbüros, das mächtigste Organ der Parteiherrschaft in China. Ja? Aber eben die Chefs, die Parteichefs, all die Jahre immer nur Erste untergleichen, ja? Kollektive Herrschaft. So, jetzt sind wir dann hier in der Mitte unten, 2012. Ich habe erzählt, da bin ich gerade zurückgekommen. Das war der erste Parteitag seit langem, den ich wieder mitgemacht habe. November, Xi Jinping kommt an die Macht. Keiner wusste, was das für einer ist. Wir wussten nur alle, das ist der Sohn eines alten roten Adeligen sozusagen. Ja, also ein alter Revolutionär, ein Kumpel von Mao Zedong, sein Vater Xi Jinping, bis er von Mao auch ins Arbeitslager gesperrt wurde. Übrigens war das einer der Gründe. Man dachte so, Mensch, ja, sein Vater wurde von Mao ins Arbeitslager gesperrt. Sein Vater war dann später unter Deng Xiaoping Gouverneur und Parteisekretär von 2, 3 der wichtigen südlichen Provinzen, die dann wirtschaftlich geboomt haben in diesen 80er, 90er Jahren. Und man dachte, Mensch, wenn der so sich auf die Seite der Reformer geschlagen hat, dann ist das doch ein gutes Zeichen. Dann wird der Xi Jinping doch bestimmt auch so ein Reformer. Ja, ja, ist er nicht geworden. 5 Jahre später, 2017, zack, plötzlich ist alles anders. Das letzte Bild hier unten. Plötzlich ist wieder einer allein oben. Zum ersten Mal seit Mao Zedong haben wir wieder eine Ein-Mann-Diktatur. Schauen Sie sich das an. Das ist der letzte November. Das ist nicht mehr 2017, das ist jetzt 2022, November 2022. Und was hatten wir da? Wieder etwas Historisches. Das Titelblatt sieht zwar haargenauso aus wie das von vor 5 Jahren davor, aber es ist der Beginn seiner dritten Amtszeit. Überhaupt nicht vorgesehen in der Verfassung der Partei, wie sie Deng Xiaoping geändert hatte. Er hat gesagt, jeder darf nur noch 2 Amtsperioden machen. Ja? Kein Personenkult, keine Ein-Mann-Diktatur. 2 Amtsperioden und dann wird gewechselt. Plötzlich Xi Jinping in seinen ersten 5 Jahren hat die Verfassung geändert. Dann hat die Verfassung ändern lassen. Plötzlich haben wir einen, der, so sieht es aus, auf Lebenszeit
Parteisekretär werden will. So, das sind 9 verschiedene Zeitungen am selben Tag, am nächsten Tag. 18, alles verschiedene Zeitungen am Tag nach dem Parteikongress. Das ist China nach Xi Jinping, plötzlich. Was ist da passiert? Ja. Was hat der Mann gemacht? Man konnte oft lesen, Xi Jinping sei der neue Mao in diesen Jahren. Das war immer Quatsch. Ja. Xi Jinping ist völlig anders als Mao. Er ist aber der mächtigste Herrscher Chinas seit Mao. Kein Mensch hat wieder so viel Macht auf sich konzentriert, hat Schluss gemacht mit der Kollektivherrschaft, hat wieder die Ein-Mann-Diktatur eingeführt. Es gibt wieder Personenkult. Plötzlich werden wieder Lieder gesungen auf den großen Führer. Es werden Ölgemälde gemalt, ja, für ihn. Kader vereinbaren sich zum Betriebsausflug zu einem Baum, den er mal vor 30 Jahren gepflanzt hat, irgendwo im Nordwesten. Und dann halten sie Händchen und tanzen Ringelreihen um den Baum. Alles Dinge, die wir seit Mao Zedong nicht mehr gesehen haben. Und trotzdem, Sie sehen, er bezieht sich auf Mao. Die Ikonografie, ja, das Gleiche. Das hier, ja. Ja, das ist die psychologische Interpretation des Ganzen, ist schwierig. Wir können ja nicht in seinen Kopf gucken. Er gibt praktisch nichts von sich preis. Wir wissen nichts von seinen Motiven. Viele Leute haben eigentlich eher das Gegenteil erwartet, weil sein Vater so viel gelitten hat, weil er selber als Jugendlicher, seine Schwester hat Selbstmord begangen in der Kulturrevolution. Ja, sie war eine von denen, die haben gelitten unter diesen Exzessen der Ein-Mann-Diktatur von Mao Zedong, die Familie. Und alle dachten, Mensch, deswegen wird der Xi Jinping doch eigentlich vielleicht das Gegenteil machen. Ja? Also vielleicht systemische Reformen, nicht Demokratie, das nicht, klar, aber mehr Unabhängigkeit der Presse, mehr Unabhängigkeit für die Justiz, solche Dinge, Gewaltenteilung ein bisschen, haben Leute mir im Interview gesagt, 2012 Parteimitglieder. Damals gab es noch Pluralismus innerhalb der Partei. Ja? Die hatten eher das gehofft. Und keiner wirklich hat erwartet, dass er eigentlich in gewisser Weise einen ähnlichen Weg geht wie Mao Zedong, dass er viele dieser Reformen von Deng Xiaoping rückgängig macht. Wir haben wieder eine Zentralisierung der Macht. Wir haben die Rückkehr der Ideologie. Plötzlich müssen die Leute wieder in Marxismus-Schulungen gehen, in den Parteiabteilungen, in den Ministerien, in den Staatsunternehmen. Jeden Freitagnachmittag 2 Stunden Marxismus. An den Universitäten plötzlich neue Fakultäten für Marx. Aber nicht nur neue Fakultäten für Marx, sondern was haben wir denn hier, was die Leute da in der Hand halten? Das ist wieder ein rotes Büchlein, aber das ist nicht Mao, die rote Mao-Bibel, das ist die rote Xi Jinping-Bibel. Xi Jinping-Gedanken sind plötzlich wieder in der Verfassung des Staates, in der Verfassung der Partei, wurden da aufgenommen, auch zum allerersten Mal seit Mao, weil das ist ja irre, der Mann lebt noch und man hat schon sein Denken, sein angebliches Denken, das haben natürlich alles Leute für ihn geschrieben, ja, seine Ideologen, der hat dann natürlich seine Denker und seine Schreiber, seine Propagandisten, das schreibt er nicht selber. Aber was bedeutet das denn, wenn das wieder in der Verfassung drinsteht? Das bedeutet, wenn du gegen Xi Jinping bist, bist du ein Staatsfeind. Bist du ein Feind der Partei? Ja, das ist wieder eine völlig neue Nummer. So, jetzt hat er also die Ideologie zurückgebracht. Er hat die Repression wieder zurückgebracht in einem Ausmaß, wie wir es seit Mao nicht gesehen haben. Plötzlich, er hat systematisch seit 2013, es begann mit den Bloggern als allererstes. Er hat sich die Blogger als allererstes vollgeknüpft, dann systematisch verschiedene Teile der Gesellschaft mit Schauprozessen für einzelne Mitglieder, Journalisten, Bürgerrechtsanwälte und so weiter und sie alle zum Schweigen gebracht. Die Zivilgesellschaft, die China hatte, die tollen Leute, mit denen wir, ja ich, also den Großteil meines chinesischen Lebens, meine Freunde, Künstler, Akademiker und so, das war ja das Tolle dort, nicht nur das Essen, das beste Essen der Welt ist, sondern die haben ja ein irres menschliches Potenzial da. Ja, ist ja Wahnsinn, was Chinesen auf die Beine stellen. Und ich habe immer gedacht, das ist ja also ein toller Chinese, den man da trifft, und man trifft viele tolle Chinesen, ist ja eigentlich doppelt so toll wie einer, der bei uns toll ist, weil die unter viel, viel schwierigeren Umständen sich da erstmal freischwimmen und hochkommen müssen und mit wahnsinnigen, naja, und es gab für diese Leute viele Spielräume, viele Freiräume unter diesen ganzen Reform- und Öffnungsjahren, ja.
Also wirklich, die Kunst hat ja plötzlich weltweit für Aufsehen erregt. Überall konnte man plötzlich, ja, Art Basel und so, konnte man plötzlich die chinesischen Künstler kaufen. Es gab zwischendurch auch, es gab Journalisten, die die Grenzen ausgetestet haben. Es gab investigative Journalisten in China, die über Korruptionsaffären geschrieben haben und so. Und all die Sachen jetzt unter Xi Jinping mit dem Rasenmäher drüber, nichts mehr. Ich habe gesagt, er ist nicht wie Mao Zedong. Warum sage ich das irgendwie? Weil Mao war einer, der das Chaos geliebt hat. Ja, Mao war der ewige Rebell. Ja. Das ist ja die ewige Revolution, ist eines seiner, können Sie sich vielleicht erinnern, aus von 1968. Das haben dann unsere Leute, wollten das hier auch. Die ewige Revolution, das war sein Ding. Der ewige Rebell, der hat mit Absicht China ins Chaos gestürzt in der Kulturrevolution, ja, wenn es seiner Macht gedient hat. Ja. Xi Jinping ist das Gegenteil. Der hasst Chaos. Der liebt Stabilität. Der ist ein Fetischist für Stabilität und er ist ein Control-Freak. Und da gibt es aber dieses eine, es gibt ein paar Mao-Zitate, die er immer wieder verwendet. Dieses eine Mao-Zitat: Egal ob der Norden, der Süden, der Westen oder der Osten oder das Zentrum, die Partei kontrolliert alles. Die Partei herrscht über alles. Plötzlich ist die totale Kontrolle der Partei über jeden und alles 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr zurück. Wie sie 40 Jahre nicht zurück war. Alle Freiräume sind weg. So, das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, das ist so ein bisschen, das wäre eigentlich so ein Schritt zurück in die 50er Jahre, ja, so der Sozialismus der 50er Jahre, der eine Wiederkehr erlaubt. Also eigentlich so ein bisschen anachronistisch. Für uns natürlich neu, weil wir 40 Jahre lang was ganz anderes gewöhnt waren. Aber in der Weltgeschichte, sage ich mal, in der Geschichte Chinas, in der Geschichte des Sozialismus nichts Neues. Er macht aber noch was anderes. Er geht nicht nur zurück in die 50er Jahre, mit dem anderen Bein geht er weit in die Zukunft und stürzt sich in diese neuen Informationstechnologien, künstliche Intelligenz, Big Data, diese ganzen Anwendungen wie keine andere Regierung dieses Planeten. Ja. Also Ende 2016 dachte ich, boah, ich muss ein Buch schreiben über das, was hier alles passiert und habe dann auch wirklich angefangen, dieses Buch zu schreiben irgendwie. Da war aber noch ein Zeitpunkt, wo ich dachte, hey, ich muss den Leuten erzählen, was da zurückgekommen ist in dieses Land, wie dieses Land sich wieder wirklich in, ja eigentlich am Ende in einen totalitären Staat wieder verwandelt hat. Ja. Also eine Diktatur war es immer, aber ein totalitärer Staat war China zuletzt bis 1976 und danach nicht mehr. Danach hatte sich die Partei zurückgezogen. Ja. Und plötzlich kommt das wieder, die totale Kontrolle. Und ich dachte aber, ich beschreibe das mit den klassischen Mechanismen der Macht. Ja, Zensur, Propaganda, Repression, Terror, diese ganzen Instrumente, die man hat. Kollektive Amnesie, das Volk immer wieder vergessen zu lassen, was ich im letzten Jahr gemacht habe, was ich im letzten Jahrzehnt gemacht habe, was ich vor 2 Wochen gemacht habe. Ja. Funktioniert übrigens alles super, ist irre. Er macht aber noch was ganz anderes. Er benutzt diese neuen Informationstechnologien. Ja. Und plötzlich... Und deswegen war der Titel meines Buches dann auch irgendwie die Neuerfindung der Diktatur, weil was wir hier plötzlich haben, ist ein völlig neues Wesen, was die Welt so noch nicht gesehen hat. Es ist der digitale Leninismus. Ja? Es ist wirklich die digitale Neuerfindung der Diktatur. Und ich habe Ihnen vorher das kleine rote Büchlein gezeigt. Das hier ist die kleine rote App. Die wurde im Frühjahr 2019 vorgestellt. Das ist die Xueqi Tianguo App. Xi studieren und das Land stark machen. Indem wir Xi Jinping studieren, machen wir das Land stark. Das war die meist heruntergeladene App in China im ersten Halbjahr 2019. Und warum? Ja, nicht, weil die alle sich so gefreut haben, dass sie jetzt endlich die Propaganda von Herrn Xi Jinping nicht nur auf Papier lesen dürfen, sondern auch noch auf ihrem Handy haben, sondern weil plötzlich Parteiorganisationen, Schulen, Universitäten, überall im Land Firmen angefangen haben, mit dieser App, natürlich auf Druck der Parteiorganisation, mit dieser App kann man Quizze machen, ja. Und dann mussten die Leute plötzlich diese Xi Jinping-Quizze machen zu Hause und so und mussten Punkte sammeln und mussten am nächsten Tag dann zurückkommen und zeigen, dass sie eine bestimmte Anzahl von Punkten gemacht haben. Das ist, das habe ich jetzt noch eingefügt, weil das ist tatsächlich, diese eine App war von vor 4 Jahren. Es gibt mittlerweile Dutzende von diesen Apps. Das ist eine App, die erst im letzten Monat rausgekommen ist. Das ist auch eine App, wo man
wo man Quizze machen kann und die aber nur so für 2 Monate gültig ist, wo das ganze Land dann irgendwie sich zusammentun sollte. Und da wird jetzt dann irgendwann Ende Juli, glaube ich, wird der Gewinner. Also da haben sich 700.000 Leute, sind im Moment noch im Rennen und so und kämpfen gegeneinander, wer Xi Jinping am besten auswendig kann. Und Ende Juli entscheidet sich dann, wer der Ober-Xi Jinping auswendig Lerner ist. Das ist eins dieser Ölgemälde, von denen ich erzähle. Plötzlich er und seine Frau, ja, marschieren dem Sonnenaufgang entgegen, wahrscheinlich nicht Sonnenuntergang, ach nee, ist ja ein Regenbogen, und nehmen natürlich ihr Land mit. Der chinesische Traum ist der große Traum plötzlich. Das ist sein Regierungsslogan. Natürlich begrifflich geklaut von den Amerikanern, aber was völlig anderes als der amerikanische Traum natürlich, wo es um the pursuit of happiness geht, also für das Glück des Individuums, sondern in China geht es um, wortwörtlich heißt es dann, die Wiederauferstehung oder die Verjüngung, man kann das übersetzen, wie man will, der großen chinesischen Zivilisation. Dieser alte Traum, verbunden mit dem alten Trauma, Mensch, wir waren doch mal die Größten, nicht die Amerikaner. Ja? Hunderte von Jahren, tausende von Jahren waren doch wir die Nummer eins in der Welt. Wir haben die Welt angeführt. Ja? Und plötzlich hatten wir 150 Jahre Demütigung, ja? Durch den Westen. Und warum? Weil wir die industrielle Revolution verpasst haben. Und das passiert uns nicht nochmal. Auch ein Grund übrigens für diese Informationstechnologie-Revolution jetzt. Nicht nur der Überwachungsstaat, der kommt mit, aber natürlich wirtschaftliche Gründe. Wir wollen Nummer eins sein, wir wollen wirtschaftlich da auch dabei sein mit dieser neuen Revolution. Wir lassen uns nicht nochmal demütigen, abhängen vom Westen, sondern diesmal sind wir die Nummer eins. Das ist mein Haus im Hutong. 2 Wochen nach meinem Einzug tauchten diese Kameras da oben auf. Ich habe Ihnen erzählt, dass 2017 dann plötzlich dieser Rush losging. 2017, was ist da passiert? Da kam die chinesische Regierung raus mit ihrem Entwicklungsplan für künstliche Intelligenz und Big Data. Und da stand drin wortwörtlich, und das kam wirklich so über Nacht irgendwie. 2025 holen wir auf mit den führenden Technologienationen dieser Erde, Klammer auf USA, Klammer zu. 2030 sind wir die Nummer eins. Und dann ist es wirklich, das war irre, das zu beobachten. Deswegen, ich habe gesagt, Ende 2016 dachte ich noch, ich schreibe hier so ein Buch über die klassischen Mechanismen der Diktatur. Und plötzlich war da was völlig Neues. Und ich habe 2 Jahre nichts anderes gemacht, als diesen künstlichen Intelligenzfirmen nachzuspüren und die zu besuchen. Und das ist auch ein Foto von mir, von SenseTime. SenseTime, das ist ein Unternehmen in Peking für Gesichtserkennung war, als ich weggegangen bin, Ende 2018, das wertvollste Unicorn, künstliche Intelligenz-Unicorn der Welt. Na, das sind tatsächlich die Nummern für die verschiedenen Leute. Und dann gab es da noch, wenn man auf den Knopf drückte, dann gab es da noch, weil das war so eine Kamera, die live vor dem Haus, das war in Haidian, im Universitätsviertel von Peking, wo auch, das ist so das Silicon Valley von Peking. Und da hatten die zur Demonstration, das war der Showroom von der Firma von SenseTime, die wollten auch ins Ausland, deswegen haben die uns, die haben das nicht versteckt, die waren ganz stolz und haben Leute wie mich bereitwillig empfangen, weil sie Werbung wollten, weil sie auch verkaufen wollten nach Europa und überall in die Welt und hatten eine Kamera unten auf so eine Fußgängerbrücke installiert und die war live und dann, wenn er auf den Knopf gedrückt hat, dann waren da nicht nur die Punkte von dem Namen, sondern dann stand da auch männlich, 45 Jahre, stand da so ein paar qualifizierende Faktoren dazu, sozusagen. Das ist was, das war eine der ersten, das ist auch von 2008, ja, Entschuldigung. Nee. Nee, das ist, ich sag mal, okay, zuerst die erste Frage.
Das Interessante an Peking ist tatsächlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn wir über den Überwachungsstaat reden, also hier, das ist zum Beispiel so eine Gesichtserkennungskamera an einer Straßenkreuzung, die nimmt Leute auf, die bei Rot über die Ampel gehen. Und wenn sie bei Rot über die Ampel gehen, dann erscheint da nicht nur ihr Gesicht, sondern es erscheint automatisch ihr Name und ihre Ausweisnummer. In Echtzeit, während sie da noch drüber laufen. Ja. Die Volkszeitung hat 2018 in einem Tweet, die benutzen Twitter für ihre Auslandspropaganda, deswegen ist dieser Tweet auch auf Englisch und Sie können den alle googeln, der steht da immer noch. Ganz stolz haben sie verkündet, unser Skynet, ja, Skynet nennen es, unser Himmelsnetz, das ist das Netz dieser Überwachungskameras, ist jetzt schon so gut, dass es jeden einzelnen unserer 1,4 Milliarden Bürger innerhalb von einer Sekunde identifiziert, egal wo er ist. Das ist, wenn man das hört, natürlich, das ist ja erstmal gruselig, oder? Also im ersten Moment einfach krass. Ja. Im zweiten Moment war das bei mir so, als ich das damals gelesen habe, dachte ich, boah, nee, glaube ich noch gar nicht. Ja, ich glaube, die geben da jetzt ein bisschen an, so weit sind die noch gar nicht, weil ja, neben aller Ehrfurcht, die wir immer vor China haben, was für ein Wahnsinn und effektive Diktatur, natürlich ist es ein riesiges bürokratisches Monster auch und auch ein Monster von vielen lokalen Provinzen und die haben noch nicht alle ihre Datenbanken zusammengeschlossen und so, aber, ja, das war mein zweiter Gedanke. Mein dritter Gedanke aber, und das ist eigentlich der wichtigste, ist völlig wurscht. Das ist völlig wurscht, ob das stimmt, was die sagen. Ein anderer Punkt ist viel wichtiger, nämlich was für ein Punkt, ob sie glauben, dass das stimmt. Ja? Oder ob sie glauben, es könnte sein, dass es stimmt. Das reicht völlig, weil dann haben sie dieses allwissende, allmächtige, allgegenwärtige Auge über sich, ja? Von dem sie zwar nicht wissen, schaut der jetzt in dieser Sekunde gerade auf mich zu, aber es reicht zu wissen, er könnte schauen. Ja, das reicht völlig. Und das Ergebnis ist dann eine Internalisierung der Kontrolle eigentlich. Es ist alles in deinem Kopf und du hast den Polizisten in deinem Kopf und dann brauchst du gar nicht mehr so viele Polizisten draußen. Und jetzt wollte ich noch zu Ihrer Frage kommen, aber Sie haben auch eine Frage, vielleicht geht das zusammen. Die Gewaltkriminalität, also Diktaturen, der große Vorteil von der Diktatur ist ja immer, dass sie relativ sicher sind. Also es gibt so ein paar Vorteile für Diktaturen. Infrastruktur sind die meistens ziemlich gut, die Chinesen. Auch Sicherheit. Und das ist das Versprechen, mit dem es dem Volk verkauft wird natürlich. Und das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch was, das wir von unseren eigenen Ländern auch kennen. Ja? Überwachungselemente dienen immer erstens der Sicherheit, ihrer Sicherheit und zweitens der Bequemlichkeit. Es ist ja dann alles viel, viel bequemer, ja, wenn du alles nur noch über dein Handy und bargeldlos und so machst. Und das funktioniert natürlich. Also wenn jeder Quadratzentimeter irgendwie kameraüberwacht ist, irgendwie, dann, ich weiß, die Shenzhener Zeitung hat es dann mal geschrieben, irgendwie, ja, ganz stolz, jeder Quadratzentimeter unserer U-Bahn ist jetzt kameraüberwacht. Kein Mensch würde sich mehr im Leben nicht trauen, hier noch eine liegen gelassene Tasche mitzunehmen, ja, weil du sofort geschnappt wirst. Jetzt noch zu dem wichtigen Punkt da. Das hört sich jetzt alles sehr nach George Orwell an und es ist natürlich George Orwell. Und ich habe auch George Orwell wiedergelesen in diesen Jahren. Und wenn Sie es in den letzten, seit der Schule nicht mehr gemacht haben, machen Sie das. Das ist irre, wie hellsichtig dieser Mann ist, wie klug dieser Mann ist. Und nicht nur in seinem 1984, sondern auch in seinen Essays. Der hat sich ja, Stalins Sowjetunion vorgeknöpft und hat das systematisch untersucht, was da passiert. Übrigens auch die Sache mit ja, Demokratie, was ich vorher gesagt habe, Demokratiefreiheit. Sie kennen das berühmte Zitat von Orwell aus 1984. Freiheit ist Sklaverei. Ja? Krieg ist Frieden. Ja? Die Worte, die einfach in ihr Gegenteil verkehrt werden. Ja? Und keiner traut sich, einen Widerspruch zu sagen. So, Orwell hat also vieles von der Orwellschen Analyse stimmt im Falle Chinas, aber wenn Sie 84 in Erinnerung haben, das ist ja so ein asketischer Kasernenhofstaat, so ein bisschen, hat natürlich mit der chinesischen Wirklichkeit, wie sie uns an der Oberfläche bietet, überhaupt nichts zu tun. Wenn Sie in Peking, in Shanghai aus dem Flugzeug gestiegen sind und heute noch steigen, dann ist es ja plötzlich ist es ja total überwältigend, weil das ja wie bunt das ist und dann fahren die da alle mit BMWs und ja klar, wir verkaufen sie ihnen ja. Und dann hatten die genau wie wir, ja, als ich da ankam als Journalist 97, hatten die auch MTV und alles, was wir hatten. Wie gesagt, Kommerz und Konsum, mittlerweile würde ich sagen,
eigentlich die USA überholt in diesen Konsumorgien, weil ich habe jetzt festgestellt, nach meiner Rückkehr nach Europa, wir haben ja mittlerweile auch den Black Friday hier. Das gab es noch nicht, als ich weg bin, dass das aus Amerika zu uns gekommen ist. Also Amazons große Shopping-Orgie einmal im Jahr. Aber die Chinesen haben das längst übertroffen. Ja, in China ist es der 11. November, der Singles Day, der sogenannte Singles Day. Alibaba hat den da eingeführt. Alibaba übrigens auch hat längst Amazon und eBay zusammen beim Umsatz überholt. Und die Zahlen, die Alibaba da immer meldet, sind weit höher als die Amazon beim Black Friday meldet. Also Konsum und Kommerz und Vergnügen und auch das chinesische Internet ist kein Internet mehr, es ist nur noch ein Intranet, weil es komplett abgekoppelt ist von der Welt. Aber Sie können auch im chinesischen Internet noch 100-mal ersaufen, ja, in Spielen und Konsum und Wahnsinn. Und Sie merken überhaupt nicht, dass Ihnen was fehlt. Ja. Und da kommt der zweite Mann ins Spiel. Neben George Orwell hatten wir in den 40er Jahren noch einen zweiten Mann, der eine wunderbare Dystopie geschrieben hat. Das war Aldous Huxley. Schöne neue Welt, auch beliebte Schullektüre. Und das ist super interessant, weil während George Orwell, also China ist eine geniale Mischung aus George Orwell und Aldous Huxley. Während George Orwell sich den Sozialismus von damals, ein bisschen die Nazis vielleicht, sich als Vorbild genommen hat, wie so eine totalitäre Diktatur funktioniert, hat Aldous Huxley was ganz anderes gemacht. Aldous Huxley hat sich Amerika angeschaut und hat Amerika zu Ende gedacht. Er hat den Kapitalismus, die kapitalistische Dystopie. Ja? Wir amüsieren uns zu Tode. Ja? Also in Huxleys schöner Welt ist da ein beliebtes Kontrollinstrument, ist die, ich glaube, die gehen immer ins Kino oder die schauen, also Filme angucken war so ein. Also die Zerstreuung, die totale Zerstreuung der Leute. Und Peking ist tatsächlich, China ist eine geniale Mischung von beiden. Und wenn Sie fragen, ob das selbst, ja, was heißt Selbstzweck? Natürlich dient es der Machterhaltung der kommunistischen Partei, der ewigen Machterhaltung am besten. Und es ist aber auch nur, und das möchte ich auch noch dazu sagen, das ist schon ein geniales System, das die da aufgebaut hatten, weil es ein System ist, das aus vielen Faktoren besteht. Ja? Du hast die Überwachung, du hast die Repression, also es werden immer wieder welche geschnappt und öffentlich im Fernsehen mit Schauprozessen vorgeführt und dann entweder hingerichtet oder lebenslang ins Gefängnis gesteckt. Du hast aber gleichzeitig, du hast die lebenslange Gehirnwäsche, die Propaganda, du kennst gar nichts anders seit dem Kindergarten. Ja. Du hast aber noch etwas, was andere Diktaturen oft nicht so haben in dem Ausmaße wie China. Du hast diesen wahnsinnigen wirtschaftlichen, diese wirtschaftliche Belohnung, dass es den Leuten von Jahr zu Jahr wirklich besser ging. Ja? Das ist ja Fakt, also der Mittelklasse, der Mittelschicht, der chinesischen Mittelschicht. Weswegen übrigens auch, ja, in der Parteiverfassung steht, wir sind die Partei der Arbeiter und Bauern, aber die größten Alliierten der Partei seit dem Tiananmen-Massaker, würde ich sagen, weil da haben sie den Deal gemacht, werdet reich nach dem Massaker, ja, haben sie gesagt, okay, werdet reich, macht Geschäfte so viel ihr wollt, Profit ist alles, ja, aber haltet die Klappe. Das war der Deal. Und diese Mittelklasse ist diesen Deal eingegangen und der hat funktioniert. Das ist das eine. Und dann als letztes Wichtiges, und das wird im Moment immer wichtiger, wo die Wirtschaft langsam zu lahmen beginnt, der Nationalismus. Die KP war immer eine nationalistische Partei, aber unter Xi Jinping hat sich das so verstärkt, dass ich echt finde, also Nationalismus reicht gar nicht mehr als Wort, um das zu beschreiben, was da gefüttert wird. Das ist teilweise wirklich militaristischer Großmachtschauvinismus, was wir da sehen. Und zwar wirklich, und es funktioniert, ja. Das sehen wir ja, also eben an vielen Orten der Welt, viele autoritäre Nationalismus ist super billig, das funktioniert auch in Russland natürlich, in Putins Russland, wo die wirtschaftlichen Belohnungen lang nicht so groß waren wie im China der kommunistischen Partei. Das ist die Health App, da springe ich jetzt einfach mal drüber. Sie sollen, wie lange haben wir? Bis 6, glaube ich, oder? Ja. Und die Uhr stimmt auch, oder? Ja. Sie haben auf jeden Fall, also ich höre auch irgendwann auf und Sie haben dann noch Gelegenheit, Fragen zu stellen sowieso. Sie dürfen aber auch gern noch mal reinkommen, wenn Sie wollen. Also zwischendurch, wenn Ihnen was direkt auf der Zunge bringt. Zwei Sachen noch zu diesem digitalen Überwachungsstaat, bevor ich zu dem hier komme. Ich weiß nicht, ob ihn einer von Ihnen erkennt. Ja, genau.
Ich habe gesagt, bei diesem digitalen Überwachungsstaat, das eine Wichtige, was man sich vergegenwärtigen muss, eine große rote Linie ist die Internalisierung der Kontrolle. Ja, darum geht es. Also wirklich, die wollen in ihr Hirn rein. Die Volkszeitung hat geschrieben irgendwann mal, was wir jetzt brauchen ist, Sie kennen wahrscheinlich die Great Firewall, also die große Brandmauer, mit denen die chinesische KP ihr Internet abschottet vom Rest der Welt, seit den 90er Jahren schon. Die Volkszeitung hat vor 3 Jahren geschrieben, wir brauchen eine Firewall, wir brauchen eine Great Firewall im Gehirn eines jeden einzelnen Bürgers. Ja, weil die Zeiten sich geändert haben, weil wir eben plötzlich im Zeitalter von Social Media nicht mehr wie früher, es reicht nicht mehr, die Redaktionen der großen Zeitungen zu kontrollieren, weil die einzigen Sender sind von Nachrichten, sondern die Chinesen lieben das Internet auch, sie lieben Social Media. Die Kommunistische Partei hat das Internet lieben gelernt und Social Media lieben gelernt, ja, und hat uns alle Lügen gestraft. All die Hightech-Propheten, die vor 15, 20 Jahren uns erzählt haben, Mensch, diese neuen Technologien, die werden alle Diktaturen, ja, die werden die Freiheit noch in den letzten Winkel dieses Planeten tragen und die werden automatisch autoritäre Systeme unterminieren. Ich glaube, es war wieder Bill Clinton, glaube ich, ja, der gesagt hat, der hat sich lustig gemacht über die Chinesen, hat gelacht und hat gesagt, hey, die wollen das Internet kontrollieren, ha, ha, ha. That's like, you know, nailing Jello to the wall. Das ist so, als ob man Wackelpudding in die Wand zu nageln versuchen würde. Ja, die Chinesen haben es gemacht, der hängt bombenfest wie Beton, der Wackelpudding da, ja. Und also das eine ist die Internalisierung der Kontrolle. Das zweite, auch nicht wichtig, da sage ich jetzt gar nicht so viel, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil das viel zu oft vergessen wird. Also in den letzten 2 Jahren oder vor 2 Jahren waren die Uiguren ein großes Thema irgendwie, ja, weil man entdeckt hat, dass plötzlich China im Westen seines Landes ein ganzes System von Umerziehungslagern innerhalb von 2 Jahren aus dem Boden gestoßen und 1 Million Leute, Muslime vor allem, die meisten Uiguren, manche Kasachen, Kirgisen, in diese Lager gesteckt hat. Kein einziger dieser mehr als 1 Million Leute hatte sich irgendetwas zu Schulde kommen lassen, was strafrechtlich, juristisch oder von der Polizei, das waren alles potenzielle Terroristen. Und 2017, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich machen will, ich war 2017, hat der Vizeminister für Technologie und Wissenschaft in Peking, Liu Meng, hieß der Mann, einen Satz gesagt, Der mir so hängen blieb, irgendwie, ja, deswegen weiß ich den Namen von dem Mann bis heute, normalerweise vergesse ich die auch immer. Der hat gesagt, aber damals wusste ich noch nicht, was da dahinter steckt, ja, aber ich fand den schon an sich irre genug, diesen Satz. Also da ging es los, wie gesagt, ich habe Ihnen gerade erzählt, 2017 war der Startschuss für künstliche Intelligenz, Big Data Systeme. Dann sagt dieser Mann ein halbes Jahr später, so im Herbst, sagt er, ja Wahnsinn, das Tolle an der künstlichen Intelligenz und an Big Data ist ja, dass sie uns hilft, dass wir heute schon wissen, wer morgen ein Terrorist sein wird. Und zwar ohne, dass du selber es weißt. Ja? Ich weiß schon, dass du morgen der Terrorist sein wirst. Ja? Und warum dieser Mann das 2017 gesagt hat, wurde erst 1,5, 2 Jahre später klar, als wir plötzlich entdeckten. Er hat es genau zu dem Zeitpunkt gesagt, als die begannen, diese Lager zu bauen in Xinjiang. Und Xinjiang ist heute nicht nur der größte Lagerstaat der Welt. Ja. Sie wissen, in Nordkorea gibt es auch riesige Arbeitslager. Da sind aber Schätzungen zufolge ungefähr 200.000 Leute drin. In Xinjiang saßen zumindest zwischenzeitlich, wie gesagt, mehr als 1 Million. Das schätzen auch die Vereinten Nationen übrigens in dem Bericht, den sie dazu gemacht haben. Es ist nicht nur der größte Lagerstaat der Welt, es ist gleichzeitig auch das Hightech-Labor. All diese Firmen, die ich besucht habe, all diese Firmen, ja, die so viel Geld gemacht haben, all diese Firmen, die von sich Reden gemacht haben, SenseTime, Hikvision, Huawei auch übrigens, ja, wurden alle von der Regierung mehr oder weniger, ja, also mehr oder weniger freundlich dazu gebracht, in Xinjiang Niederlassungen zu gründen, in Urumqi, da gibt es so einen Technologieentwicklungspark irgendwie, und dann ihre Technologie, ihre Gesichtserkennungs-, ihre Spracherkennungstechnologien und so weiter dort den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Und ich habe Ihnen gesagt, kein einziger dieser 1 Million hat sich irgendwas juristisch zu Schulden kommen lassen, weil sonst hätte man ihn vor ein Gericht gestellt. Die gibt es ja auch, ja? Gerichte in China, die natürlich ganz anders funktionieren wie bei uns. Aber das wäre ja das Einfachste. Du holst den einen mit der Polizei ab und steckst ihn vor Gericht. Alle sind in diesen Lagern, weil sie auf Listen gelandet sind, die mit Big Data Systemen erstellt wurden,
wo man ihr ganzes Leben, ja, abgescannt hat irgendwie und die verschiedenen Puzzleteile zusammengetragen hat. Und dann gibt es die offensichtlichen Puzzleteile, trägt Bart, nennt sein Kind Mohammed, nennt sein Kind Fatima. Das steht da wirklich drin. Also die sind verdächtig. Mohammed und Fatima, das ist so wie Hans und Maria bei uns. Ja? Also wobei Hans hat jetzt nichts Religiöses, aber Maria hat ja auch eine religiöse Konnotation bei uns. Ja? Bei Muslimen. Da stehen nicht nur solche Sachen drin, die irgendwas mit der Religion zu tun haben, ja? Weil Muslime sind ja automatisch potenzielle Terroristen, sondern da stehen wortwörtlich Dinge drin. Und das haben wir aus Leaks, die sowohl unsere Zeitung hat mal Leaks bekommen da von der Regierung vor Ort, aber auch der Spiegel vor 5, 6 Monaten hat eine Titelgeschichte gemacht, weil sie neue Leaks bekommen hatten. Da steht dann wortwörtlich drin, wie man auf diesen Listen landet, verlässt sein Haus nicht oft durch die Vordertüre. Ja? Spricht nicht gern mit seinen Nachbarn. Ja? Wenn Sie da kontrolliert werden in China auf der Straße, alle paar hundert Meter sind da so Flughafenschleusen, auf dem Gehsteig, ja? Alle paar hundert Meter. Also wenn Sie einmal durch die Stadt laufen, laufen Sie durch 10 solche Kontrollen, dann werden Sie nicht nur so kontrolliert, Ihr Pass, Ihr Handy, auf dem Handy wird geguckt, irgendwie haben Sie auch die App installiert, die Jingwang-App, die sauberes Internet-App, die automatisch alles, was auf Ihrem Handy ist, alles, was Sie runterladen, wird gleichzeitig bei der lokalen Polizeistation runtergeladen, die in Echtzeit sehen können, welche Dokumente sie lesen, welche Musik sie hören, welche Filme sie anschauen. Also da wird kontrolliert, dass sie diese App auf dem Handy haben, sondern, und das fand ich dann noch schockierender, sie kommen auf diese Listen auch, wenn sie gar kein Handy haben. Weil sie keins haben. Was ist denn das für einer? Was hat denn der zu verstecken? Und all das zusammen, da könnten wir jetzt noch endlos weiterreden, aber ich sehe, die Zeit rennt weg und wir haben noch gar nicht über die Wirtschaft geredet. All das zusammen macht ein Land, das auf dem Weg ist, und das ist so mein Summary jetzt hier in einer Linie, was wir in China sehen, ist die Rückkehr des Totalitarismus. Ja, Hannah Arendt habe ich neben George Orwell auch wieder gelesen, als ich mein Buch geschrieben habe. Lesen Sie Hannah Arendt, lesen Sie George Orwell. Wahnsinn, wie hellsichtig diese Leute waren und wie viel davon heute noch Regime wie China beschreibt. Ja, China war, also man hat es zwischendurch gehört, ich habe ja vorher gesagt, wir haben uns lange, lange Jahre nicht mehr getraut, China eine Diktatur zu nennen. Ja? Also ich schon, aber viele Leute nicht irgendwie. Gerade gab es ja wieder einen Streit, weil Biden gesagt hat, der Xi Jinping ist ein Diktator. Ja? Und dann waren die Beleidiger. Natürlich ist es ein Diktator. Das war immer eine Diktatur. Das steht ja sogar in der, die sind ja stolz darauf, die Partei selber hat das nie verhehlt. In der Parteiverfassung, in der Verfassung der Volksrepublik China, Artikel 1, wir sind die demokratische Diktatur des Volkes. Wir üben die Diktatur des Proletariats aus. Das Wort Diktatur steht da ganz stolz drin. So, wir haben uns ein paar Jahre lang nicht mehr getraut, die zu nennen, weil das so ein bisschen eklig ist, ja, und wir haben mit denen Geschäfte gemacht und so und haben dann irgendwie immer so autoritäres System, hat man irgendwie so versucht, irgendwelche anderen Worte, die nicht ganz so schlimm sich anhören. Also, aber keine Frage, eine Diktatur war das immer. Aber ein anderer Kampfbegriff, der oft benutzt wurde, auch in diesen Jahren von Reform und Öffnung gegenüber China, von so den ganz kalten Kriegern, war immer, das ist doch ein totalitärer Staat. Und das war immer Quatsch. All die Reform und Öffnung. China war nach dem Tod Mao Zedongs kein totalitärer Staat mehr. Im Gegenteil, die Partei hatte sich zurückgezogen, hatte Kontrolle aufgegeben und hatte dadurch all die Nischen und Freiräume geschaffen, die wir dann so toll fanden, wenn wir dort waren. Jetzt ist es wieder ein totalitärer Staat. Und zwar ein viel smarterer als früher. Ja? Weil wenn Sie sich an den Totalitarismus von Mao und von Stalin erinnern, ja, das waren totalitäre Regime, dann war das ein Totalitarismus, der angewiesen war auf Alltagsterror. Da ist die Hälfte des Volkes jahrelang abends zitternd ins Bett gestiegen und morgens zitternd aufgewacht. So ist es in China nicht heute. Ja. Dieser Alltagsterror ist nicht da. Es ist ein viel smarterer Totalitarismus, weil er eben digital unterfüttert ist und uns, ja, nebenbei kontrolliert. Wie ist ihm das gelungen? Die waren ja zu siebt und er war der Erste untergleichen. Was haben die anderen 6 gemacht in dem Politbüro? Haben die da einfach zugeschaut, wie der jetzt die Macht komplett an sich reißt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage und das möchte ich ehrlich gesagt auch mal wissen. Ich weiß nicht, ob Sie House of Cards gesehen haben, diese amerikanische Serie mit dem Kevin Spacey. Ich möchte irgendwann mal ein House of Cards von China sehen, weil das viel,
viel spannender sein wird, viel brutaler, viel auf viel größerem Maßstab. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung, was passiert ist ganz am Anfang. Da ist ja so eine irre Kriminalgeschichte vor unseren Augen passiert, als der gerade angetreten ist. Da war dieser andere mächtige Mann, der Gouverneur von Chongqing, der Bo Xilai, der eigentlich, das war so sein Rivale, der wollte eigentlich den Job haben auch. Wie er den beseitigt hat, ja. Was, erinnern Sie sich, was da passiert ist? Da kam plötzlich raus, dass die Frau von dem Bo Xilai einen englischen Bekannten, den die hatten, der mal angefangen hatte als Englischlehrer für ihren Sohn, der dann aber langsam zu einem, ja, White Glove nennt man das in China, so ein weiße Handschuhe, die Leute, so unbeteiligte Dritte, die für dich Geschäfte machen. Der hat dann für die Familie Bo Geschäfte gemacht, ja, dieser Typ. Und wurde denen dann irgendwann gefährlich irgendwie, hat die, glaube ich, fühlte sich übervorteilt. Der Engländer hat irgendwie gesagt, hey, wenn ihr mir nicht das und das gebt, dann packe ich aus und so. Ergebnis, die Ehefrau von Bo Xilai, die Ehefrau des damals zweitmächtigsten Mannes Chinas, hat den vergiftet, diesen Engländer, in einem Hotel in Chongqing. Was ja auch irre ist, ja, irgendwie. Und dann kam das irgendwie raus, weil der halt auch Engländer war, irgendwie. Die hatten den zwar schon kremiert und so. Und der Polizeichef, der Polizeichef war so seine rechte Hand, das war sein Sheriff von Bo Xilai, die haben zusammen also Leute um die Ecke gebracht, die haben in Chongqing Leute auch wirklich umgebracht und so. Dann hatte der Polizeichef plötzlich Angst, dass der Bo ihn verrät irgendwie und vielleicht auch vergiftet oder so, ist in seinen BMW gestiegen und dann gab es eine wilde Verfolgungsjagd von Chongqing in das nahegelegene oder nicht so nahegelegene, ein paar Stunden fährt man da Auto, über die Autobahn nach Chengdu und ist in das amerikanische Generalkonsulat in Chengdu geflohen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das war eine irre Geschichte damals, weil sowas ja, diese Dinge nie vor unseren Augen passieren. Ja? Und da passierte sowas direkt vor unseren Augen, weil die konnten das nicht mehr verstecken, weil da der Engländer war und da waren plötzlich die Amerikaner dabei. Und ich weiß noch, die Leute haben damals gesagt, Mensch, das ist ja wie so ein John Grisham-Thriller. Aber ganz ehrlich, das war eigentlich Shakespeare. Das war nicht John Grisham, das war Shakespeare. Und das war nur das, was wir gesehen haben und das war nur der Anfang. Den hat er dann beseitigt, der sitzt bis heute im Gefängnis, im Qingcheng-Gefängnis bei Peking, der Mann, der Bo Xilai. Und kurz danach hat er angefangen, die Rivalen von dem, und zwar systematisch wegzubringen. Also ein Machiavellist sondergleichen. Es gibt viele meiner Freunde, die sind natürlich Intellektuelle und so, die sagen, der Xi Jinping ist ein Dummer. Ja, einfach weil es kein Intellektuell ist. In Wirklichkeit ist er machtstrategisch wahrscheinlich einer der klügsten Menschen, die diese Erde je gesehen hat. Irgendwie. Und der hat der größte Unterstützer und Mentor dieses Bo Xilai war ein Politbüro-Mitglied namens Zhou Yongkang. Und der Zhou Yongkang war der Stasi-Chef. Das war der Herr über die Geheimdienste im Politbüro. Das sind ja normalerweise die mächtigsten Männer eigentlich überhaupt, weil die haben ja. Die haben ja von jedem anderen um sich herum allen Dreck am Stecken. Und dann hat er diesen meistgefürchteten und mächtigsten oder zweit- und drittmächtigsten Mann Chinas, hat er den über 1,5 Jahre, das war irre, man konnte zuschauen, wie er dem die Unterlinge alle weggepflückt hat. Ja? Und am Ende war der Zhou Yongkang ganz allein und am Ende traf es ihn. Und heute sitzt er auch im Gefängnis. Das allererste Mal seit Mao, dass andere Politbüromitglieder ins Gefängnis gewandert sind. Seit Deng Xiaopings Reform gab es eine stille Übereinkunft, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Und was glauben Sie, warum Xi Jinping eine dritte Amtszeit angetreten hat und warum er bis an sein Lebensende Diktator bleiben will? Der kann gar nicht anders. Der hat sich jetzt so viele Feinde gemacht, sobald der zurücktreten würde, ging es ihm selber an den Kragen. Ja? Ich habe in letzter Zeit allerdings auch ein paar andere Webinare gehört, konkret zum Beispiel von Frank Sieren oder Professor Dr. Bayer von Morgenstern, der eine Professur in einer chinesischen Universität hat, also die auch sehr gute Kontakte nach China haben und die bewerten zumindest die Reformen, ich sage jetzt mal nicht ganz so kritisch wie Sie, weil Sie eben zum Beispiel sagen, ja, wir haben die IT-Branche, den Herrn Ma, laufen lassen und jetzt musste man halt einfach mal einbremsen, weil er eben ausgeflippt ist, was man mit dem Foto durchaus nachvollziehen kann. Oder eben auch die Bildungspolitik, dass es also praktisch unmöglich ist, ein zweites Kind großzuziehen, weil man es sich einfach nicht leisten kann.
zu finanzieren oder wenn fünfjährige Kinder 6 Stunden lernen müssen, damit sie die entsprechende Grundschule erreichen. Das kann ich dann einigermaßen nachvollziehen, wenn man sagt, da muss man mal eine Bremse machen. Nebenbei, wir würden ja vielleicht auch gern, wenn wir es könnten, Amazon und Google und Facebook ein bisschen an die Kandare nehmen. Aber bei uns ist das halt nicht möglich, in China schon. Und zudem sagte zum Beispiel der Herr Siren, ja, dass jetzt die abrupte Ende der Corona-Politik, dass da wohl auch vom aufgrund, ja, dass das Volk sich das nicht mehr ganz so gefallen lassen hat und weil der stillschweigende Vertrag zwischen Partei und Volk, nämlich wenn es dir, wenn es dem Volk besser geht, dann lassen wir die Partei walten, gebrochen wurde durch die Partei, weil es eben mit Corona dem gemeinen Chinesen nicht mehr besser ging. Oder sehe ich das alles falsch oder die anderen oder sehen Sie das komplett anders? Ich sehe das komplett anders. Ich sehe viele Sachen anders als der Herr Siren, der zum 25. Jahrestag des Tiananmen-Massakers mal geschrieben hat, es muss auch ein Recht, es darf nicht nur ein Recht auf Erinnerung geben, es muss auch ein Recht auf Vergessen geben. Und der gerade vor 2 Monaten ganz groß in der Kritik stand, weil er als einziger europäischer Journalist teilgenommen hat an einer Propaganda-Tibet-Reise und danach an einem Tibet-Propaganda-Forum und gesagt hat und die chinesische Schulpolitik in Tibet gelobt hat, die gerade übrigens, der gesagt hat, Mensch, ich glaube, wortwörtlich wird er zitiert von chinesischen Propagandazeitungen. Unsere Schüler in Deutschland würden sich freuen über eine solche Schule. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, was in Tibet gerade los ist mit den Schulen. Auch die Vereinten Nationen haben ein Statement rausgegeben, weil die chinesische Regierung gerade versucht, wieder die Zahl 1 Million. 1 Million Kinder werden gerade in Zwangsinternate sozusagen. Man will denen eine gute Bildung geben. Die kriegen mit Sicherheit eine bessere Bildung, als sie jemals gekriegt haben. Aber sie kriegen eine rein chinesische Bildung. Sie werden von ihren Familien getrennt, von ihren Eltern getrennt und sie werden zu Chinesen gemacht. Und das ist ein ganz klares politisches Instrument und Ziel der chinesischen Regierung. Reden wir doch ganz konkret über die Wirtschaft, dann können wir ein bisschen irgendwie, also ob das mit, wie das mit diesen Reformen noch so ist. Die Privatunternehmen, ja, Jack Ma, der Rockstar der chinesischen Wirtschaft, lange Zeit wahrscheinlich irgendwie bekannter als Xi Jinping selbst irgendwie. Und nicht nur bekannter, sondern irgendwann wahrscheinlich ist er einfach zu selbstbewusst und zu arrogant geworden. Im Jahr 2020, das werden Sie wahrscheinlich mehr verfolgt haben als ich, da stand doch dieser Börsengang von Ant Financial bevor, also von seinem Finanz, und das sollte der größte Börsengang der Welt werden. 34 Milliarden Dollar hatten sie sich erhofft von diesem Börsengang. 2 Tage vorher abgesagt von der Kommunistischen Partei. Und Jack Ma verschwindet. Und warum? Was war passiert? Er hatte in der Woche davor auf einem Forum, also wo auch chinesische Staatsbanker und Leute von den Finanzbehörden waren, hat er, glaube ich, erst, da hat er die Staatsbanken und die Finanzverwaltung des Landes als praktisch schwerfällig und anachronistisch kritisiert. Er hat gesagt, die Banken in China seien eigentlich nur so Pfandleihhäuser, glaube ich, hat er wortwörtlich gesagt. Und die Finanzverwaltung sollte endlich mal ihren Arsch hochkriegen. Tja, das war ein Schritt zu viel. Und dann verschwand er. Der war ein Jahr lang von der Bildfläche verschwunden, komplett. Man wusste zuerst irgendwie überhaupt nicht. Also der Jack Ma, wobei da muss man dazu sagen, der war mit Sicherheit nicht in irgendeinem Gefängnis oder so. Sondern zu dem sind sie dann gekommen und gesagt, hey, das war zu viel, ja. Du hältst dich jetzt zurück, du verschwindest, du redest kein Wort mehr, ja, bis wir es dir erlauben und wir gucken uns in der Zeit mal dein Unternehmen an. Ja. Er ist wieder aufgetaucht. Wann? Moment, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Er hat seinen ersten öffentlichen Auftritt wieder gehabt am 27. März 2023, wo er in Hangzhou, in seiner Heimatstadt, in ein Gymnasium reingegangen ist und über künstliche Intelligenz und so geredet hat. Und davor hieß es, Moment, Zitat aus der South China Morning Post, Mr. Ma has been traveling to different countries to learn about agricultural technology. Jack Ma war nicht der Einzige. Den Mann haben Sie vielleicht auch im Visier. Der ist im Januar diesen Jahres verschwunden, Bao Fan. Das hat System, das in China die CEOs von großen Firmen immer wieder mal plötzlich
über Nacht verschwinden. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, weil ich die auch nicht alle auswendig weiß. Dezember, und es ging los mit Xi Jinping, das war davor nicht da. Also die Privatunternehmen hatten es nie wirklich leicht in China, also was ihren Erfolg wieder viel bewundernswerter macht, weil zum Beispiel Zugang zu Krediten und so, deswegen auch die Kritik von Jack Ma an den Staatsbanken und so weiter, ja, meistens Staatsunternehmen vorbehalten war und es viel schwieriger immer war für die Privatwirtschaft in China zum Beispiel an Bankkredite zu kommen und dann Lizenzsachen so. Mit dem Ergebnis, dass es am Ende natürlich, das ist ein weiteres Merkmal dieses Systems, dass am Ende jeder eigentlich, ich sag mal, dem Buchstaben nach automatisch korrupt werden musste irgendwann mal, weil du dich mit irgendwelchen Parteileuten zusammentun musstest, eigentlich um bestimmte Hürden aus dem Weg zu schaffen, um Lizenzen zu bekommen und so weiter, ja. Ein großer Graubereich. Naja, im Dezember 2015 hat es den Guo Guangchang erwischt. Das war der Chef von Fosun, von der Fosun-Gruppe. Die Fosun-Gruppe hat vor allem von sich reden gemacht damals, weil die in englischen Premier League, er hat sich einen englischen Premier League Club gekauft, die ich aber auch nicht kannte, ehrlich gesagt. Die Wolverhampton Wanderers. Also wahrscheinlich nicht die Nummer 1, aber der hatte damals, sein Spitznamen war, er sei Chinas Warren Buffett, ja, der hat ein riesiges Imperium aufgebaut und zum Zeitpunkt seines Verschwindens war seine Firma 115 Milliarden US-Dollar wert. Im Januar 2016 hat es den Zhou Zhengjian erwischt. Das war ein Modeunternehmer, der ist so ein paar Wochen verschwunden und sein Board musste das dann melden an die Börse und so, wir können unseren Besitzer nicht erreichen, und dann kam er nach 2 Wochen wieder und dann kommen immer diese Statements, ja, he has assisted the authorities in an investigation und so, ja. Der spektakulärste Fall vielleicht bis Baofan war 2017 Januar ein chinesisch-kanadischer Milliardär, der Xiao Jianhua, der ist aus Hongkong verschwunden damals, aus dem Four Seasons Hotel haben die den entführt, chinesische Agenten, was umso spektakulärer war, als damals eigentlich Hongkong noch als wirklich autonom galt und es gegen die Gesetze der Sonderverwaltungszone Hongkongs war, dass chinesische Agenten da agieren. Der Mann war kanadischer Staatsbürger, ja, und ist verschwunden in China. Und das war auch bemerkenswert, weil der nach 2 Wochen plötzlich irgendwie, da kam nach 2 Wochen plötzlich auf Weibo, das ist das chinesische Twitter, Nachrichten, ich bin gar nicht entführt worden, Ich hatte irgendwie medizinische Probleme und ich bin jetzt auf Kur oder irgendwie so. Ja? Ich entspanne mich jetzt. Aufgetaucht ist er nie wieder. Aufgetaucht ist er im Jahr 2022, als er vor Gericht stand und zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Also der saß all die Jahre im Gefängnis. März 2020 hat es den Ren Zhejiang erwischt. Das ist ein super spannender Typ, ein Immobilienunternehmer, der selber aber auch roter Adel ist. Sein Vater auch einer der Top-KP-Funktionäre. Das ist, würde ich sagen, der einzige wirklich politische Fall. Das war einer der berühmtesten Unternehmer Chinas, aber der hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt, weil er selber auch dachte, Mensch, mit meinem Background, ja, mein Vater auch so ein Aristokrat, so ein KP-Aristokrat, irgendwie, dann hat er, da ging es los mit Corona und dann hat er Xi Jinpings Corona-Politik kritisiert und hat dazu geschrieben, Xi Jinping sei ein Clown. Dann ist er verschwunden. So, und jetzt Der Baofan ist so ein Tech-Investor und auch aber so ein, ich weiß gar nicht, wie man den beschreibt, der hat nicht nur investiert, der war auch so ein Deal-Broker. Ja? Also der hat für Firmen Didi, das chinesische Uber, ja? Und so chinesische Lieferfirmen, so Essenslieferfirmen und so, die größten irgendwie, die auch Multimilliardenunternehmen sind, für die hat er Deals gemacht. Der ist bis heute verschwunden. Der ist im Januar verschwunden, bis heute nicht klar, wo er ist. So, jetzt verschwinden diese Leute. Das ist das eine, ja, dass solche Sachen passieren. Aber systemisch sind auch Dinge passiert unter Xi Jinping. Er hat plötzlich die Parteizellen in den Unternehmen wieder reaktiviert. Die gab es immer, die KP-Zellen, auch in den privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die waren aber 30 Jahre lang, das waren nur so Schläferzellen. Ja? Also die haben dann, wenn das Mondfest war, haben die so Mondküchlein verteilt und so und haben Bälle veranstaltet, sowas. Also plötzlich, ja, gibt der Xi Jinping denen den Auftrag und dann klopfen die wieder an die
Geschäftsführungstüren sagen, so, wir wollen jetzt mitbestimmen, wir sind wieder da, ja, wir wollen jetzt wieder mitreden in der Geschäftspolitik, auch bei Joint Ventures, auch bei ausländischen Unternehmen übrigens. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich habe über Didi gerade geredet irgendwie, es sind ja nicht nur diese Leute verschwunden, sondern diese Unternehmen, gerade die Hightech, die haben am meisten Schlagzeilen gemacht. Die wurden ja, also in den letzten 2 Jahren gerade, also Alibaba von Jack Ma hat den Anfang gemacht, aber fast noch spektakulärer war es bei Didi, bei diesem Uber, weil die Didi praktisch befohlen haben, 1 Jahr lang auf die Bremse zu treten und 1 Jahr lang überhaupt kein Geschäft zu machen, weil sie gesagt haben, Moment mal, wir schauen uns das jetzt erstmal an und was ihr da alles gemacht habt, vor allem mit diesen Daten und so, und wir bringen euch erstmal auf Linie. Und das waren alles irre Sachen, ja, die in großem Maßstab das an die Öffentlichkeit gebracht haben, was eigentlich überall im Land passiert ist, dass plötzlich die Politik wieder das Primat hat über die Wirtschaft. Ja? Davor war es oft so, dass die KP-Führung, wenn sie in diesen 30 Jahren davor, wenn sie an so einer Weggabelung standen, Mensch, der eine Weg ist gut für die Wirtschaft, gut für die Stärke unseres Landes, der nimmt uns aber Kontrolle als Partei. Der schmälert die Parteikontrolle und die Herrschaft unserer Partei. Dann haben sie sich sehr oft in diesen Jahren, und das fanden wir ja so toll, für die Wirtschaft entschieden. Die Zeit ist vorbei. Wenn heute eine Entscheidung getroffen werden muss zwischen Parteikontrolle oder wirtschaftlichem Vorteil, Xi Jinping wählt immer die Kontrolle der Partei. Wir sehen es auch durch die, das sind die Firmen, die sich jetzt der Reihe nach vorgenommen haben. Jetzt haben wir plötzlich lauter neue Gesetze. Und ich frage mich echt, das ist so ein bisschen was, wo ich mich echt frage, Mensch, wie naiv ist eigentlich, also ich war, ja, wie gesagt, ich bin seit 5 Monaten zurück in Deutschland, ich bin seit 4 Jahren zurück in Europa, seit 5 Jahren, ich war in Dänemark noch, habe dann Skandinavien, über Skandinavien berichtet. Ich habe mich schon gefragt, wie naiv eigentlich die Leute bei uns sind und wie blind und wie sehr sie an der Natur dieses Regimes vorbeischauen. Und ich muss einerseits sagen, es ist wahnsinnig viel passiert in diesen 4 Jahren, in diesen 5 Jahren. Viel Aufwachen, viele Leute sind aufgewacht und trotzdem lese ich noch jeden Tag die Zeitung und denke, irre, wie viele Leute sind immer noch so naiv. Und was mich bei der Wirtschaft so wundert, ist, dass diese Dinge nicht mehr Widerhall finden in, ich sag mal, vielleicht einer vorsichtigeren Herangehensweise, weil sie ja wirklich die unmittelbaren Interessen von auch ausländischen Unternehmen, die dort sich engagieren und so betreffen. Ja? Und es sind zum Beispiel diese neuen Gesetze, von denen das allerneueste auch mit eines der schlimmsten ist, das neue Spionagegesetz, das Antispionagegesetz, das gerade verabschiedet wurde vor ein paar Monaten, wo wirklich die Definition von Spionage so breit gefasst ist, dass jeder, wirklich jeder, der irgendwie irgendeine Information aus irgendeinem Grund von irgendeinem chinesischen Partner holt, als Spion plötzlich bezeichnet werden kann und identifiziert werden kann. Ja? Und das ist schon, ich meine, natürlich ist es kein Rechtsstaat, die bräuchten eigentlich keine solchen Gesetze, ja? Die könnten das auch ohne Gesetz machen, aber das sagt ja was aus. Der Xi Jinping ist wirklich, also in gewisser Weise sehr paranoid, deswegen auch diese Kontrollsucht. Ja. Der hat die Herrschaft seiner Partei bedroht gesehen 2012. Das war eine irre gesellschaftliche Stimmung in China. Es war wirklich so ein bisschen Fin du siècle. Es war totales Misstrauen aller gegen allen, totales Misstrauen gegen die Partei. Die Partei hatte ihre Orientierung verloren, hatte ihren ideologischen Kompass verloren. Die waren korrupt, wie nochmal was. Ende 2012, vielleicht erinnern sich da mal, große New York Times Recherche, die mit dem Pulitzerpreis auch ausgezeichnet wurde. Ich kam ja aus Istanbul damals und der Erdogan hatte auch einen Korruptionsskandal am Hacken. Und die Opposition in Istanbul, wo ich 7 Jahre gelebt hatte, hat dem Erdogan vorgeworfen, seine Familie hätte 30 Millionen Dollar eingesagt. Und das klang damals schon viel. Und dann kam ich nach Peking und dann kam diese New York Times Recherche raus. Wen Jiabao, der Premierminister von China, der Gute, der Bescheidene, der Ehrliche, der Unbestechliche, seiner Familie hat die New York Times aus Public Records ein Vermögen von 2,48 Milliarden US-Dollar nachgewiesen. Also ganz andere Dimensionen. Ja? Und das war die Situation, in der Xi Jinping irgendwie da rankam. Und der hat die Parteiherrschaft zu retten versucht und versucht mit der Ideologie die Partei zu disziplinieren. Und ziemlich erfolgreich übrigens. Und deswegen dieser Kontrollwahn, aber deswegen auch diese Paranoia, die eben dazu führt, dass er glaubt, auch die Kontrolle über die Privatwirtschaft jetzt viel mehr haben zu müssen mit diesen Gesetzen, weil alles plötzlich nationale Sicherheit ist. Früher war
Wirtschaftswachstum Nummer eins. Jetzt ist plötzlich alles, jeder gesellschaftliche Bereich, egal was du machst, steht als allererstes unter der Überschrift nationale Sicherheit. Ja? Und alles wird abgeklopft darauf, was es für die nationale Sicherheit tut. Und die Gesetze sind das eine, aber Sie haben vielleicht auch mitgekriegt, wann war das? Februar, März, April? Plötzlich ein halbes Dutzend so Razzien in China gegen diese Due Diligence-Firmen, von denen, glaube ich, drei amerikanische Büros waren, aber eines ein chinesisches Büro. Und ich kann mich erinnern, damals hat der, die dann geschlossen wurden, Leute zum Teil verhaftet. Und das sind schon alles so, ja, weil es halt auch potenziell Spionage ist, irgendwie, was die machen, Due Diligence, weil du, klar, du fährst rum und klopfst, ja, mögliche Partner ab, was ist da passiert und sind die vielleicht korrupt, sind die in irgendwelche Skandale verwickelt oder aber, weil wir plötzlich diese amerikanischen Gesetze haben und europäischen Gesetze, die uns verbieten, die auch unseren Firmen verbieten, Produkte aus Zwangsarbeit zu benutzen, die Lieferkettenrecherchen, das machen diese Firmen. Ja, und plötzlich werden die geschlossen, die Leute ins Gefängnis geschmissen zum Teil und eingeschüchtert. Und und dann stellt sich der Chef der amerikanischen, der ehemalige Chef der amerikanischen Handelskammer hin und meinte, wow, krass, irgendwie, er meint, diese Due Diligence-Leute, das sind so die Swamp Guides für uns, sagt er, das sind die Führer durch den Sumpf. Wenn du diese Führer nicht mehr hast, dann gehst du auch nicht in den Sumpf rein. Ja. Und jetzt hat ja der heilige Augustinus gesagt, nimm vom Staat das Recht und es bleibt eine Räuberbande. Und genau den Eindruck hat man ja hier. Jetzt haben wir doch aber hier in Deutschland eine wertebasierte feministische Außenpolitik. Da frage ich mich doch, was unsere Politik angesichts dieser Schilderungen von Ihnen jetzt tagtäglich im Umgang mit China tun sollte oder tut. Was ist Ihre Empfehlung? Das ist eine gute Frage. Das ist ja, jetzt haben wir 5:05. Eigentlich müsste ich Schluss machen, gell? Aber da, vielleicht, wie viele Minuten hängen wir denn noch dran? 6 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, dann sammeln wir vielleicht, da waren, glaube ich, insgesamt 3 Leute, die sich gemeldet haben. Vielleicht sammeln wir die dann. Eine persönliche Frage an Sie. Wie viel haben Sie in China investiert? Zero, nichts. Das Danke. Ist journalistisches, also nicht, ehrlich gesagt, ich habe einmal in meinem Leben, als dieser Dotcom-Boom war da irgendwie und habe ich in Aktien investiert, mein Geld als frischer Korrespondent, habe ich plötzlich so viel Geld verdient, ich war noch nicht verheiratet, hatte keine Kinder, hatte plötzlich dieses ganze Geld übrig, habe all mein Geld in Aktien, meine ersten 2 Jahreslöhne in Aktien investiert und war natürlich einer von denen, die viel zu spät dran waren und dann war alles weg. Dann habe ich mich mit dem Dalai Lama getröstet, Besitz belastet und habe tatsächlich von diesem Zeitpunkt an 2001 bis 2018 mein ganzes Geld auf mein Girokonto gelegt, zu Ihrem Entsetzen. Jetzt steckt es in einem Haus in Unterföhring. Ich habe eine Frage. Sie erwähnten, Xi hat einen großen Fokus auf Stabilität und auf der anderen Seite Militarismus ist ein großes Thema in China. Wie geht jetzt die Taiwan-Geschichte aus Ihrer Sicht? Was ist Ihre Einschätzung? Okay, Taiwan und dann mache ich vielleicht, dann fange ich erst hier an, genau, weil das hat irgendwie alles, das ist dann so derselbe Komplex. Was hat das mit uns zu tun und so? Ah, genau. Also eigentlich hatte ich mir dieses Überlegen, was machen wir eigentlich mit unserer China-Politik und wie stellen wir uns auf? Und das hat ja mehrere Komponenten. Das eine ist tatsächlich die ethische Komponente. Das andere ist aber einfach Interessenpolitik, knallharte Interessenpolitik auch von den Unternehmen. Was sind da für Risiken? Aber auch, und mittlerweile sehr viel sichtbarer, nationale Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wissen wir, was für einen Weg dieses China geht? Und ich habe lange darauf gewartet, dass diese Debatte beginnt. Dann kam der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Ich war Skandinavien- und Baltikum-Korrespondent. An dem Tag, an dem Olaf Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten hat, war ich in Litauen. Und wie Sie wissen, waren ja die Balten
diejenigen, die all die Jahre, wir haben es euch gesagt, wir haben es euch immer gesagt, ja, wir haben euch gesagt, schaut euch diesen Putin, wisst ihr, was dieser Putin, was das für ein Typ ist, schaut an, was der macht, schaut an, was der in Tschetschenien gemacht hat, schaut an, was er in Grosny gemacht hat, ja, schaut an, wie der mit seinen Gegnern umgeht, wie er Leute in London umbringt, ja, wie er einen seiner Gegner in Berlin im Tiergarten praktisch in Rufweite zum Kanzleramt erschießen lässt, ja, und zum Deutschen Bundestag, hat euch nie interessiert, war euch alles egal. Ja. Und wir haben es euch immer gesagt. Ja. So, jetzt war aber diese Zeitenwende-Rede, also die waren lange, ich sag mal, erstmal brutal frustriert und dann kam der Krieg und dann einen Monat später, ich glaube, es war ja schon der März, hat Olaf Scholz die Rede gehalten und die waren total geflasht in Litauen. Ja? Also die waren wirklich, ich hatte da einer, so ein Politikprofessor, die waren so, Wahnsinn, die Deutschen, ja, endlich. Und der eine, mit dem ich da ein Interview gemacht habe, der hat mir sein Facebook-Profil gezeigt und der hatte an dem Morgen, als Scholz die Rede gehalten hat, hat er reingeschrieben, it's hug a German day. Ja? Umarmt alle einen Deutschen jetzt. Die Deutschen haben es endlich kapiert. Ja, und ich stand da und war eigentlich genauso geflasht, weil ich dachte, super, endlich, Wahnsinn. Und das war aber nur, in meinem Kopf war das nur die Hälfte. Ich dachte, ja, da fehlt doch aber jetzt noch, da fehlen doch mindestens zwei Sätze. Ja? Wann hören wir die denn? Ja? Was haben wir uns denn für Fragen gestellt damals im Februar, März 2023? Erstens, verdammt nochmal, wie naiv waren wir eigentlich? Ja? Wie naiv waren wir, dass wir die Natur dieses Regimes nicht gesehen haben, wo sie uns sich doch eigentlich offenbart hat all die Jahre davor? Wie naiv waren wir? Warum haben wir die Natur nicht, des Regimes nicht gesehen? Und Frage Nummer zwei, um Himmels Willen, wie abhängig sind wir eigentlich von denen? So, die zwei Fragen. Das sind doch genau die Fragen, die wir uns auch China gegenüberstellen müssen. Und zwar viel mehr, weil unsere Abhängigkeit China gegenüber eine viel größere Abhängigkeit ist als die Russlands gegenüber. Von Russland hatten wir eine Energieabhängigkeit, von China haben wir erstens eine Lieferkettenabhängigkeit und dann eine Exportmarktabhängigkeit, wo wir viel mehr drinstecken. Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, wir hatten ein großes Erwachen in Berlin und weil sie auf die feministische Außenministerin angespielt haben. Die Grünen und die FDP und die CDU sind die Parteien, die relativ schnell, relativ klar, relativ deutlich, relativ laut, eigentlich fast das Gleiche gesagt haben und bis heute das Gleiche sagen, wir brauchen die Zeitenwende auch China gegenüber. So ähnlich, wie wir sie Russland gegenüber hatten. Der Outlier hier ist die SPD und das Kanzleramt. Das hat leider der wichtigste Mann immer noch. Und das ist, aber deswegen ist es so spannend im Moment. Deswegen ist es wirklich irrsinnig spannend. Das ist das Ringen, das wir gerade sehen, Tag für Tag, Woche für Woche, jetzt im Moment vor unseren Augen. Es wird gerade im Moment in Berlin gerungen um die neue China-Politik und in Brüssel. Und wir stecken noch mittendrin und es ist noch nicht zu Ende. Wie Sie wissen, warten wir auf die China-Strategie der Bundesregierung. Im November dachte ich, die kommt. Ja? Dann hieß es im Februar. Dann hieß es im Juni. Dann hörte man aus dem Kanzleramt, oh, aber im Juni kommt der chinesische Premier, also vielleicht lieber danach. Dann hieß es am 5. Juli, der war gestern, oder? Dann heißt es im Moment 12. Juli, vielleicht, aber eher vielleicht nach der Sommerpause. Und so, ja. Es ist halt einfach so, dass wir, also diese Abhängigkeit, ja, Sie haben ja wahrscheinlich gehört von der Rede von der Leyen und die in Brüssel wirklich eine programmatische, das ist nicht nur die Annalena Baerbock, die da irgendwie klare Kante zeigt in Peking, sondern es war tatsächlich sehr viel wichtiger, die Rede der Ursula von der Leyen in Brüssel, weil die dieses De-Risking, die hat es zum allerersten Mal im Mund genommen und hat das vorgegeben und in eine Strategie eingebettet und hat gesagt, wir müssen dieses De-Risking machen und zwar ernst und echt, weil wir strategische Abhängigkeiten haben und zwar bewusst De-Risking. Das war von Anfang an De-Risking, nicht Decoupling, weil in Amerika läuft die Debatte anders. Ja? In Amerika hast du wirklich Teile der rechtsradikalen Republikaner, die irgendwie auch ohne Sinn und Verstand einfach nur so wirklich kalte Krieger, ohne irgendeine Ahnung haben von China, die sagen, irgendwie, wir brechen alles ab und da wird das einfach benutzt innenpolitisch.
In Europa war das ja nie die Rede. Ja? Das ist immer so ein Strohmann-Argument hier in Europa, wenn die Leute sagen, aber wir können uns doch nicht dekappeln. Hat in Europa noch nie ein Mensch, ein ernstzunehmender Mensch gesagt. Und die Ursula von der Leyen schon gar nicht. Es geht darum, strategische, systemische Abhängigkeiten zu verringern. Und was sind die im Moment, die genannt wurden? Die wissen wir ja alle, Medizin natürlich irgendwie. Wir sind zu 80-100% abhängig von China im Moment. Bei Antibiotika, bei Ibuprofen, bei Blutdrucksenkern. Und dann die ganze Energie- und Nachhaltigkeitswende. Die seltenen Erden, die Lithium. Ja. Und vielleicht, das ist ja jetzt auch diese Woche passiert irgendwie. Ja. Also die Chinesen sind sauer auf die Amerikaner, weil die auch Exportbeschränkungen eingeführt haben, gerade bei Halbleitern. Und ja auch die Holländer dazu gezwungen haben, die ASML, diese große Chip-Maschinen-Firma gezwungen haben, nicht mehr ihre fortschrittlichsten Maschinen nach China zu exportieren. Die Revanche kam vorgestern oder so, glaube ich, oder vor 3 Tagen, dass die Chinesen jetzt gesagt haben, so, dann beschränken wir ab jetzt den Export von Gallium und Germanium, glaube ich, die 2 Stoffe, die man eben braucht für die Halbleiterindustrie. Jetzt ist es aber, und das ist die Debatte, die wir im Moment führen und die wir im Moment führen müssen, plötzlich stellen wir fest, Mensch, seltene Erden, so selten sind die ja gar nicht. Die gibt es ja überall. Ja? Nur, sie sind deshalb so selten, weil es wahnsinnig teuer ist, die zu fördern und weil es wahnsinnig dreckig ist. Und wir waren froh und glücklich all die Jahre, dass wir den Dreck den Chinesen lassen konnten bei sich vor der Haustür und gleichzeitig das Ganze billig einkaufen können. Ja, die Zeiten sind einfach vorbei. Wie gesagt, der Kanzler wackelt noch, der wackelt ziemlich. Er hat letzte Woche wieder einen Satz gesagt auf diesem Brüsseler Treffen, wo alle China-Experten in Berlin da, der versammelte China-Sachverstand, ich habe dann gleich 3, 4 angerufen, alle total erschüttert waren, weil der wieder 2 Schritte hinter von der Leyen zurückgegangen ist und wortwörtlich einfach das nachgesagt hat, was der chinesische Premier gesagt hat. Der chinesische Premier hat nämlich in Berlin auch gesagt, ja, die Risking, also wenn es schon sein muss, die Risking, dann überlassen wir das doch den Firmen. Die Firmen sollen doch selber die Risking machen, ja, und wir machen das mit den Firmen. Dann plappert Scholz das 1:1 nach. Ja, okay, die Risking sollen die Firmen machen, aber wir sind über diesen Punkt weit hinaus und das müsste mittlerweile jedem klar sein. Die Zeiten, in denen die Interessen der deutschen Großindustrie, das sind ja nicht alle, in der Industrie gab es ja auch ein Erwachen, ja? Und gerade der Mittelstand, da gibt es wahnsinnig viele, die jetzt vorsichtig sind und so. Der Bund der deutschen Industrie war überhaupt der Erste, der 2019 gesagt hat, China ist ein systemischer Rivale. Irre! Hat sich keiner getraut bis dahin. Die EU-Kommission hat es erst 2 Monate später gesagt. Also viele kluge Leute auch in der Industrie. Aber wir haben natürlich die 10 deutschen Riesen, die da noch sind. Unsere Automobilindustrie, BASF, Bosch. BASF, der Brudermüller ist meistens der Wortführer von denen. Der Punkt im Moment ist, dass die Zeiten vorbei sind. 50 Jahre lang waren die Interessen der deutschen Industrie deckungsgleich mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nicht mehr so. Ja? Und wir sind kein Staat, wir haben eine freie Marktwirtschaft. Ja? Wir können den Firmen nicht vorschreiben, wo sie hingehen. Wir können nicht sagen, ihr dürft da nicht hingehen und so. Aber wir können sagen, okay, wenn ihr das macht, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr es von jetzt ab auf eigenes Risiko machen. Ja? Wirklich, komplett. Und wir müssen dabei wirklich versuchen, auch mit... Die Marktliberalen, für die ist es der Horror, die kotzen alle gerade, aber wir brauchen bei einem Gegenüber wie China, die ja arbeiten mit aktiver Industriepolitik und die übrigens, die haben eine Politik der Dual Circulation, nennen die das. Das heißt, wir schaffen 2 Kreisläufe. Erstens einen inneren Kreislauf, da werden wir total unabhängig vom Ausland und zweitens, wortwörtlich, Xi Jinping hat da gesagt letztes Jahr in einer Rede, wir müssen daran arbeiten, das Ausland noch abhängiger von uns zu machen. Damit wir geostrategische Einflusshebel haben. Das sagt der wortwörtlich. Und wir hören nicht zu. Wieso hören wir nicht zu? Ja. So, und wir machen jetzt noch 2 letzte, meinetwegen 3 letzte Fragen. Aber Sie sehen mir nach, dass wir etwas überziehen. Dann. Verzeihung. Wer gehen will, wer zum die Essen Taiwan, will, kann allerdings gerne die gehen, Taiwan-Frage, die müssen Sie dazu. Ah, die Taiwan-Frage, genau. Die ist ja nicht ganz so unwichtig. Stimmt. Aber dann. Also meine Frage ist, Sie beschreiben es sehr gut, die Missstände, die China hat auf der einen Seite und die Abhängigkeit auf der anderen Seite. Das ist ein Spagat meines Erachtens nach, den man nicht von heute auf morgen gehen kann. Das ist wie mit der Energiewende in Deutschland. Man will es auch mit der Brechstange jetzt auf gleich machen. Also ich halte es für
das Sägen am eigenen Ast, wenn wir jetzt da irgendwie die Türen zumachen. Ich verstehe den Blick, dass wir irgendwie die China-Politik ändern müssen, aber halt nicht von heute auf morgen. Und wir müssen uns erstmal Alternativen schaffen, bevor wir da uns umstellen können. Das stimmt total. Aber der Punkt ist, wir müssen jetzt anfangen. Wir haben noch Zeit im Moment. Genau, deswegen meine Frage ist, Sie sind der China-Kenner. Was ist für Sie das wahrscheinlichste Szenario, wo wir in 15 Jahren stehen? Ich meine, wenn man 15 Jahre in die Vergangenheit zurückguckt, da sind die größtenteils noch mit dem Fahrrad rumgefahren, es ist so viel passiert und jetzt sind sie die Weltmacht. Was ist für Sie das wahrscheinlichste Szenario? Das ist meine erste Frage. Wo sehen Sie Deutschland da in dem Spiel? Und was passiert in China, wenn dem Xi was passiert? Wie ist denn das überhaupt? Weil es ist ja alles auf diesen einen Mann ausgerichtet und es ist trotzdem nur ein Mensch, der wird irgendwann nicht mehr da sein. Was passiert dann? Wie sind da die Mechanismen? Dankeschön. Okay, und die allerletzte Frage war, glaube ich, hier, oder? Ja, vielen Dank, geht schnell. Sie haben eben gesagt, 50 Jahre lang waren die Interessen der deutschen Wirtschaft deckungsgleich mit denen der Bundesrepublik Deutschland. Das sei jetzt anders. Das haben Sie eben gesagt. Ich hoffe, ich habe richtig zugehört. Ich meine, dem kann ich überhaupt nicht folgen. Woher nehmen Sie diesen Eindruck? Politisch ist man nur so lange stark, wie man auch wirtschaftlich stark ist. Wenn man erstmal wirtschaftlich nicht mehr stark ist, dann interessiert sich politisch für einen überhaupt niemand. Ja, Entschuldigung. Also sage ich, die wirtschaftspolitischen Interessen, also die Interessen der Wirtschaft und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland sind zwingend deckungsgleich. Genau, da fehlten zwei Worte oder drei Worte. Die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und die Interessen der deutschen Industrie, was China angeht, sind nicht länger deckungsgleich, weil wir da ganz offensichtlich mittlerweile Interessen in der deutschen Industrie haben, die glauben, ein weiter so einfach machen zu können, was am Ende unserer wirtschaftlichen Sicherheit und unserer nationalen Sicherheit schaden wird, in dem Moment, wo es zum Konfliktfall kommt, wo es zum Krisenfall kommt, weil dann sind wir in der gleichen Lage, der wir uns Russland gegenüber gesehen haben. Und dann sind wir plötzlich Geiseln und wir sind erpressbar. Ja? Wenn wir uns nicht zumindest bei diesen strategischen Abhängigkeiten, und deswegen sage ich auch, diese strategischen Abhängigkeiten, die sind ja nur ein Teil. Ja, irgendwie. Also ein großer Teil kann da ja weitergehen mit Investitionen und Handel und so weiter. Deswegen sagt ja auch jeder, es gibt kein Decoupling. Aber wir dürfen nicht erpressbar sein. Wir dürfen nicht länger erpressbar sein. Das ist ganz einfach. Und Sie haben schon recht, natürlich brauchen wir eine starke Wirtschaft. Und ohne eine starke Wirtschaft irgendwie geht auch unsere Demokratie zugrunde. Das ist ganz klar. Das ist die Basis von dem. Ich meinte ganz konkret in China. Das war mein Punkt. Und vielleicht nur ein Detail, an dem sich das zeigt, oder die Interessen des deutschen Steuerzahlers nicht mehr deckungsgleich sind mit den Interessen der deutschen Industrie. Weil ja bislang es Usus war, dass das wirtschaftliche Vorgehen der deutschen Unternehmen, und zwar auch der deutschen Großunternehmen, abgefedert und abgesichert wurde durch Bürgschaften und Kreditgarantien und Ausfallgarantien und so weiter des deutschen Steuerzahlers. Und dass das zum Beispiel einfach nicht weitergehen kann, ja, im Falle Chinas. Weil wenn irgendetwas passiert, siehe Taiwan-Szenario, dann sind wir diejenigen, die für die Blindheit der deutschen Unternehmer einstehen sollen. Ja, also von jetzt an, wenn du in China weiter dich so exponierst, wie du es machst, musst du es auf dein eigenes Risiko machen. Und in Taiwan, genau, das zusammen mit diesem Szenario. Wo sehe ich China in 10, 15 Jahren? Also ich hüte mich, irgendwelche Szenarien zu machen, weil alle sind auf die Nase gefallen, die das jemals gemacht haben im Falle Chinas. Ich glaube aber, was wir sehen, und das zeigt sich in der Wirtschaft eben gerade. Wir haben ja erstaunlicherweise oder auch nicht erstaunlicherweise, aber viele Wirtschaftsbeobachter und auch Beobachter der Aktienmärkte, die Aktienmärkte sind ja gefallen um 20% in diesem Jahr in China. Das hat ja keiner so erwartet. Ja. Man dachte irgendwie, nach Covid ist da so viel Nachholbedarf und so, dass auch China wieder abgeht wie eine Rakete. Und plötzlich ist die Entwicklung in China viel
ungünstiger als in anderen Teilen der Welt und so. Jetzt gibt es natürlich einige Gründe dafür. Ja? Man kann konkret sagen, die geopolitischen Spannungen, ja? Dass Leute sich auch zurückhalten deshalb, weil sie sehen, boah, wenn das zwischen Amerika und China weiter kracht, wenn die Amerikaner ihre Exportkontrollen noch verstärken irgendwie und China keinen Zugriff mehr hat irgendwie, ja, auf bestimmte Chip-Kategorien und so weiter, dann schadet das auf jeden Fall der technologischen Entwicklung dieses Landes und der Wirtschaft insgesamt. Zweitens die Konsumentenzurückhaltung in China. Alle dachten irgendwie, boah, nach diesen Corona-Jahren werden die doch jetzt das Geld mit beiden Händen ausgeben. Aber was da viele nicht sehen, China nennt sich zwar kommunistisch, ist aber kein Wohlfahrtsstaat. Die haben alle. Also das muss man sich wirklich, es ist ein Land mit der höchsten sozialen Ungleichheit, mit einer der höchsten sozial ungleichen Gesellschaften der Welt. Der Gini-Koeffizient für China ist höher als der für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist ja auch irre eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und die Leute haben keine soziale Absicherung, mit dem Ergebnis, dass auch die Leute, denen es gut geht, ihr Geld sparen für den Fall. Und das ist zum Beispiel meine Assistentin, meiner ehemaligen Assistentin, die gut verdient, die also Reisen hier zu Schloss Neuschwanstein und so auch gemacht hat von Peking aus. Aber den Großteil ihres Geldes sparen die sich, weil wenn einer in der Familie Krebs kriegt, und das ist meiner Assistentin passiert, dann ist die ganze Familie ruiniert erstmal. Ja? Solche Dinge. Also Konsumentenzurückhaltung, das Zweite. Und was war das? Dann gab es noch. Ich wollte zu Taiwan kommen, genau. Wirtschaftliche Probleme. Nee, genau. Das Dritte, der Punkt, zu dem ich kommen wollte, eben. Also das sind so Dinge, die man in der Financial Times lesen kann, heute zum Beispiel. Ja, genau so die Dinge, die ich gerade erzählt habe. Aber ich finde, viel wichtiger strukturell ist eben die Tatsache, dass wir sehen, dass diese Einmischung von Xi Jinping in die Wirtschaft dazu führt, dass dieser Mann sich selbst ein Bein stellt. Ja? Und dass dieser Mann dafür sorgt, automatisch, dass diese Lokomotive China, die so viel Dampf hat, weil die so viel Dampf hatte und die diesen Dampf gekriegt hat, wegen dieser Wirtschaftsreform unter Deng Xiaoping, die aber rückgängig gemacht wurden. Ja? Und jetzt haben wir schon, also Entschuldigung, Sie schreiben gerade fleißig mit, aber um nochmal zurückzukommen auf Sie, was wir ja hatten in den letzten 6, und vielleicht haben das auch die Herren, von denen Sie sprachen, was wir in den letzten 6, 7 Monaten hatten, waren ja eine unglaubliche Schamoffensive aus chinesischer Sicht, auch der Wirtschaft gegenüber, weil sie merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Ja? Und gerade eine Schamoffensive den Europäern gegenüber. Und wir werden wieder offen und Privatunternehmen werden wieder gefördert und so weiter. Aber insgesamt unter völlig anderen Vorzeichen als zuvor. Alles immer unter diesem Mantel nationaler Sicherheit und so weiter. Und letztlich eines Chefs, der da oben sitzt, und ich glaube tatsächlich in diese Falle der Diktatoren, es gibt so einen politologischen Begriff, Dictator's Trap, dass die, ja, je mehr Kontrolle sie an sich reizen, umso blinder werden diese Leute. Ja? Weil plötzlich die kritischen Stimmen verschwinden, die haben sie alle weggeräumt und die investigativen Journalisten gibt es nicht mehr. Und die machen immer mehr Fehler. Und das haben wir ja gesehen bei Xi Jinping. Ja? Das letzte Jahr Corona war ein verheerender Fehler, was er gemacht hat. Und auch sonst, wenn er immer mehr die Politik dem Wohlergehen der Wirtschaft voranstellt, irgendwie, dann wird es am Ende dazu führen, dass der chinesischen Wirtschaft der Dampf langsam ausgeht. Und ich, verstehen Sie mich nicht falsch, der sieht schon, dass er das braucht als Säule. Das ist die eine Säule seiner Legitimation, ist das Wirtschaftswachstum. Die zweite Säule, früher war es mal die Ideologie, der Marxismus. Ich habe gesagt, er hat die Ideologie zurückgebracht, aber nur als Disziplinierungsinstrument. Kein Mensch glaubt mehr an Marx in China, außer vielleicht Xi Jinping selbst. Die zweite Säule ist der Nationalismus. Und jetzt kommen wir langsam Richtung Taiwan. Meine These ist, dass Xi Jinping auch deshalb den Überwachungsstaat so extrem ausgebaut hat und B, den Nationalismus auf Turbo gestellt hat, weil er hedged gegen den Moment, wo die chinesische Wirtschaft nicht zusammenbricht. Ja, ich rede nicht vom Zusammenbruch Chinas, aber meine These ist auch wieder, dass die China innenpolitisch so viele Probleme hat, ja, unter dieser Oberfläche der Harmonie, die Alterung, die soziale Ungleichheit, die Verschuldung der Kommunen und der Regionen und so weiter. Das wird im Moment alles zugepflastert. Ja? Wenn du die Ressourcen hast, wenn du das Geld hast, wenn du das Wirtschaftswachstum hast, Unzufriedenheit hast, dann scheißt du es mit Geld zu. In dem Moment, wo das nicht mehr geht, ja? Wo ihm das fehlt und wo die
Plötzlich die Sachen, die wir letzten November gesehen haben. Tausende von Leuten, die in Shanghai, in Xi'an, in Shenzhen, in Peking auf die Straße gegangen sind, ja, gegen die Corona-Politik. Aber wenn man hinhört, sich die Slogans angehört hat, das war, weil denen der Lebensunterhalt weggebrochen ist, weil es eben kein Sozialstaat ist, weil die ein Jahr lang ja, kein Einkommen mehr hatten, die Leute. Die haben gehungert zum Teil deshalb. Ja. Und wenn der Moment kommt, dann muss Taiwan Angst haben. Das ist meine Prophezeiung, dass er darauf, Xi Jinping ist der erste Regent Chinas, der praktisch seinen Leuten, er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber der seinen Leuten die Erwartung gegeben hat, dass er derjenige sein wird, der Taiwan zurück ins Reich holt. So, und jetzt haben wir haben jetzt alle Angst seit der Ukraine, wir reden viel darüber. Wir haben diese amerikanischen Generäle, von denen Sie wahrscheinlich auch ab und zu lesen, die sich alle zwei Wochen mal melden, wo der eine sagt 2027, der andere sagt 2030. Ich halte das alles für Quatsch, irgendwelche Daten ja, an diesem Datum, weil dann das und das ist. Oder das halte ich für totalen Quatsch. Der Moment, in dem er ja, losschlagen wird oder aber vielleicht, es muss ja auch nicht gleich direkt die volle, vielleicht fängt er erstmal an, klein zu zündeln und so und das gerät dann außer Kontrolle. Das passiert ja oft so. Aber der Moment, in dem er das machen wird, ist der Moment, in dem er Ablenkung braucht von innenpolitischer Unruhe und innenpolitischen Schwierigkeiten. Und das ist genau das, wovor die Taiwaner auch Angst haben. Als ich raus bin aus China, hat mir das der taiwanische ich bin dann vier Wochen nach Taiwan, habe den Außenminister unter anderem auch interviewt, der hat mir das gesagt, das ist genau der Moment, vor dem wir uns fürchten. Und jetzt ganz zum Schluss, und dann höre ich wirklich auf, nur noch, was haben wir eigentlich? Ja? Macron fährt nach Peking und gibt dann beim Rückflug im Flugzeug ein Interview, wo er sagt, Taiwan kann uns eigentlich am Arsch vorbeigehen. Ja, das ist eine Sache der Amerikaner. Was haben wir denn mit Taiwan zu tun? Erstens, die wichtigsten Chips der Welt. Ja, 90% der höchst entwickelten Chips kommen alle aus Taiwan. Die sind uns das alle voraus. Zweitens, 50% des Welthandels geht direkt oder indirekt durch die Straße von Taiwan. Also nackte Interessen, aber viel mehr. Jetzt komme ich doch noch einmal auch, obwohl Sie alle irgendwie Finanz und Geld und Wirtschaft, ich komme noch mal auf die Moral und auf die Ethik. Taiwan war auch eine Diktatur, war eine faschistische Diktatur, ja, eine nationalistische Diktatur unter Chiang Kai-shek. Und hat sich dann in den letzten 30, 35 Jahren in einem unglaublichen Wunder wirklich friedlich in die lebendigste Demokratie Asiens verwandelt. Und zwar, ich sage wirklich, ich bin felsenfest, stehe ich dahinter, lebendiger als Japan, lebendiger als Südkorea. Ja, da kann man wirklich Demokratie live erleben. Das ist irre, das ist wirklich bewundernswert. Und das ja, ist der Grund, und ich behaupte, ich denke sogar, dass es wichtiger ist als das geostrategisch. Weil natürlich haben wir das geostrategisch, die Volksbefreiungsarmee sagt, ohne dieses Taiwan können wir nie die Herrschaft über die ganze Region. Das ist wie so, ja, Eisenhower hat mal gesagt, das ist der unsinkbare Flugzeugträger da. Aber viel wichtiger, glaube ich, für jemanden wie Xi Jinping ist, der ja Tag ein, Tag aus behauptet, wie auch seine Vorgänger, wie alle Führer der Kommunistischen Partei, unsere Herrschaft, unsere weise Diktatur ja, über dieses Volk, über dieses ignorante, unwissende, sich gerne führen lassende, kollektiv denkende Volk, ist die einzig mögliche Herrschaft, die es gibt. Die Chinesen sind nämlich aus irgendeinem Grund praktisch genetisch unfähig zu Demokratie und Freiheit. Und jetzt guck, ja, dann gehen Sie nach Hongkong, jetzt nicht mehr, aber vor drei Jahren noch, und Sie gehen nach Taiwan, Sie gehen in Communities, ja, wo Chinesen, gleiche DNA, gleiche Haarfarbe, gleiche Tradition, gleiche Kultur, gleiche Sprache, nicht unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei groß geworden sind und gucken sich an, wie die sich organisieren oder organisieren wollen, was die für Träume, was die für Ideen, was die für Wünsche haben, und sie stellen fest, irre, in Hongkong gehen von 6 Millionen Leuten 2 Millionen 2019 auf die Straße, um für Demokratie und Freiheit. 2 Millionen von 6 Millionen. Und in Taiwan haben sie die lebendigste Demokratie Asiens. Das ist der lebendige Gegenbeweis gegen diese These der KP Chinas. Und es ist die lebendige Alternative zu ihrer Herrschaft. Und genauso wie ich behaupte, dass das für Putin einer der wichtigsten Gründe war, in die Ukraine einzumarschieren, die keimende Demokratie das kaputt zu machen, weil die ja auch noch Russisch sprechen, auch ja, so wie die Taiwaner eben auch Chinesisch sprechen, und das dann, wenn man nicht aufpasst, direkten Einfluss hat auf die eigenen Leute, um die Alternative zu ihrer Herrschaft kaputt zu machen.
Und deswegen haben wir nicht nur eine Verpflichtung, sondern wir haben verdammt nochmal auch ein Interesse daran, dass das nicht passiert. Und damit höre ich jetzt endgültig auf. Danke, dass Sie so viel Geduld hatten.